Oh, Kurt, guck dir Codys an, man voll sieht. Oh, schön, man voll sieht. Voll wild, man voll guckt dir Codys an. Jetzt geht er sofort hin. Hey, was machst du denn Jane nach? Nein. Du hörst gleich Meeresrauschen, Junge. Boah, Junge, wenn ich aber da hingucke, das ist ganz mieser FPS-Drop. Eieiei. Eieiei. Und das Rauschen ist das Wasser da vorne. Junge, du kannst kein Rauschen hören, das ist das Wasser da vorne. Der Klappe jetzt. Bin auch ein Alkoholiker. Was ist denn hier los, Junge? Ich glaube, wir wollen ja sagen, dass wir so schnell sind. Ach, halt die Klappe, Brent, Junge. Du hast ein Headset für 5 Euro. Boah, wie sieht Codys denn aus? So, da sind die Yatis, die verarsche ich jetzt. Das ist klar. Boah, das sieht da voll geil aus. Richtig geil aus. Ja, die Couch ist auch gemütlich. Die Halle, die Türen sind auch. Ne? Boah, ich geh mal in die Küche. Wo ist denn Cody? Boah, komm mal mit. Ich muss dir was zeigen. Warte mal, wo ist Cody? Draußen. Saß ja, wir können nicht einfach hier rumspringen und gucken, Video. Der war hier, der saß vor mir. Ja, fragen erstmal. Cody war doch. Was mag ich denn noch machen? Naja. Ah, Cody! Sitzt du im Rollstuhl? Kratzt du mal im Kopf? Machst du heute Öffnung? Nee, heute machen wir zu. Kann ich mal rumgehen? Ja, komm. Also, klar, mal. Was ignorierst du mich, du Arsch? Ich hab noch was für Milan für dich. Ist das der Frank oder was? Frank? Los. Ich glaube, der hat seine Tabletten nicht bekommen. Junge, das kickt schon wieder im Schädel, Leute. Aber was hältst du doch mal vernünftig schellen? Mann, ich sitze doch vernünftig. Boah. Kannst du mir eine Führung geben, Cody? Ja, right. Ja, right. Gut, dann fangen wir hier an. Warte mal. Du bist mitten im neuen Codys. Boah. Guck dir mal da oben die schöne Speisekarte an, auch ein paar neue Produkte drauf. Und ich weiß nicht, ob es schon geliefert wurde zur Metro, aber wenn, dann gibt's ab morgen das Codys Menü mit einer Actionfigur. Das ist meine Idee. Ja, ich hab sie umgesetzt. Kannst du jetzt auch Tingepätscheln? Wenn die Metro das schon geliefert hat, stehen die bei Getränken. Boah, viel zu check aus. Trinkpäckchen. Ja. Trink, nein, das heißt Tingepäckchen. Das heißt Trinkpäckchen. Nein, Tingepäckchen. So, dann hier die Sitzgelegenheiten. Hier gibt's bald auch Wodka. Nur Freitags und Samstag Wodka Slush und Juri Special. Mhm. Was will Juri denn machen mit dem Fritteuse kacken? Nee, das ist irgendwie so ein super krasser Schnaps. Da liegt deine Pommes. Boah, sogar ja. Mülltrennung. Ja klar, für die Umwelt.
Ist der schon angeschlossen? Der ATM, der muss nur angeschlossen werden. Aber der ist noch nicht angeschlossen. Aber ich hoffe, der wird nicht angeschlossen, weil sonst steht die hier dauernd im Laden und macht hier Blödsinn damit. Rambi, kannst du trinken und reden? Boah, das ist aber viel Werbung, ne? Oh. Ah. Wo ist denn der Spiegel? Kein das Spiegel. Das klaut wahrscheinlich hier. Oder damit das keine Kriminellen kaputt machen soll. Aber ich muss mich hübsch machen. Ah. Das ist schon hübsch. Ich glaube, Marek hat den Spiegel geklaut. Guck mal ins, einfach ins, hier ins Klo, so das Wasser spiegelt vielleicht. Hau mal ab. War das jetzt Männerklo oder Frauenklo? Das weiß keiner. Was ist Männerklo und was ist auch Männerklo, kein Spiegel. Was ist Frauenklo? Sollte auf dem Frauenklo Beatys Nummer stehen, aber Juri hat es wohl mit der Drohung doch nicht ernst gemeint. Boah. Und genug Platz sich zum Hinsetzen. Das ist richtig cool. Ja, noch bequeme Stühle so. Oh. Das ist gut bei dir. Okay, kann man sich nicht hinsetzen. Oh, hier wohl. Aber ja. So quer. Boah. Oh, schon je. Geil, ne? Oh. Sitzen nicht alle Cool Kids so schräg? Hallöchen. Ja. Nach Wendy. Boah, zeig mal die Fritteuse. Ja, dann komm mit, ab in die Küche. Hey, Cody. Liegt das an mir, dass das hier so dunkel ist? Ich weiß, dass hier ein Spielzeug steht. Weiß ich nicht. Komm schon. Guck mal hier, kann man die Burger warm halten. Oh, wie eine McDonald's. Guck mal, hier kann man auch ordentlich was frittieren, so. Hier in der Küche. Hinten noch Getränkemaschine, Slushy-Maschinen, ein bisschen was zum Abspülen, Müll, ne? Ja, hier die Spinde. Und dann hier mein Büro. Oha. Oh, da sind die Actionfiguren. Da sind schon die Prototypen. Nein, da bin ich. Hast du den von meinem Tisch geklaut? Nein, aber mich davon inspirieren lassen. Boah, ich will den haben. Und den auch. Und den ja, auch. Musst du fleißig Action-Figuren-Menüs besorgen. Den, ich will alle haben. Den ja. Ich nicht. Wieso willst du den nicht? Das ist eine Frau. Ja, dann fehlt er in deiner Sammlung. Hey, du hast einen echt coolen Schrank. Mhm, der flackert sehr schön. Mhm. Schön bunt. Boah. Und hier sitze ich. Nee, das ist mein Platz. Okay. Du kannst dann auf der anderen Seite sitzen, wenn du ein Bewerbungsgespräch hier hast, Curtis. Dann setz dich auf einen Chillen. Hier sitze ich. Boah, das ist aber ein interaktiver Schrank. Na gut, komm, ich zeig dir hinten noch das Lager. Boah, sogar mit Fernsehen. Boah. Ne, das ist ja mein privater Weinvorrat. Hast du die Schlüssel für jeden Kühlschrank? Nee. Die sind offen. Da kann ich sowas reintun. Und dann geht's hier hinten. Boah! Raus. Hast du die Schlüssel dafür? Mhm. Boah. Habt ihr schon. Habt ihr schon bei euch geguckt, ob die Halle schon. Nur ich war noch nicht, ist auf. Weiß ich nicht. Ich guck mal. Die Türen da sind auf jeden Fall neu, oder? Da steht ein Auto vor der Tür. Oder ich hab FPS-Probleme hier. Da muss ich mir was einfallen lassen. Was ist denn das für eine Mistkarre? Weiß nicht. Sind Türen auf? Scheint wohl zu sein. Hat keinen Schlüssel?
du mich schon mal, du kannst dich schon reingucken. Man kann schon reingucken. Ja, du sensst ja da so ein bisschen. Boah! Das Babygaffe! Das Milas Babygaffe! Die hab ich gekauft. Okay. Und hast du schon von Johns Idee gehört? Von wem? Von der Idee von John. Basteln? Ein Comicbuchladen aufzumachen. Boah, Johns stimmt. Comicbookstore. Ja, hast du schon alles bezahlt für den Laden? Muss ich noch. Also den letzten Abschlag, ne? Aber wo hast du den Schlüssel für den Lager? Der ist so aus der Stempeluhr, weißt du? Wenn du dich da entschlüsselst, dann fällt da so einer raus. Interaktives Schlüsselsystem. Okay. Ich warte nur darauf, bis der erste eingeschlossen wird im Laden. Bist du zufrieden? Mhm. Ziemlich geil. Auch wenn da oben noch Beacon steht. Nein! Ruhe! Aber schön schick. Ach, das mit den Fenstern sieht geil aus, ne? Boah, das mit dem Logo auf dem Fenster, ne? Mhm. Aber auch oben, Alter, mit den Schildern drauf, wie heftig das einfach ist, wenn du da so vorstellst und dann so. Ui. Bruder, das ist einfach nur absolut heftig. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich merke das schon, dass ich ein bisschen weniger FPS habe. Ihr solltet das nicht sehen können. Boah, das sieht schon dick aus, ne? Boah, das mit den Logos auf der Scheibe. Alter. Ja, das ist einfach mein Sportwagen-Flex. Ja, das geht. Nee, wenn ich mir die FPS anzeigen lasse, dann werde ich verrückt. Kann nur einfach einem Shader an irgendeiner Grafikeinstellung liegen. Muss ich mal gucken. Oder vielleicht hat Juri noch irgendwas zum Fixen oder so, oder? Aber geht klar. Der ganze Müll hier vor mir. Boah. Mal hier oben und wollen Sie unsere Speisekarte mal zum Mitnehmen auf Ihr Handy haben? Und dann meinte so, ja, meistens. Das ist schon dann schick, ne? Ja, ist schon schick. Boah. Hallöchen. Bist du schon mit am Quietschen? Immer. Oh Mann, ich würde immer am Quietschen. Also, bist du komplett zufrieden, Cody? Hm. Boah, ist die also, geil. Das ist ja gar kein Vergleich zu der alten Pommesbude, die du hast. Ich bin da vorne erstmal so, weißt du, ich habe hinten das Tor aufgemacht, alle sind irgendwie reingerannt, alle waren überall im Laden. Ich erstmal so voll entspannt in den Laden, jeden Raum erst noch zerstören lassen. Ey, Kurt, hast du das schon die Gewerbeverlängerung gemacht? Muss ich ja, warte. Wir haben Hotel 8.3. und wir haben es aber jetzt schon gemacht. Ich muss am 6. hin. Ja, dann dann komme ich dich jetzt abholen und dann machen wir das jetzt schon schnell. Okay. Weil dann hast du es weg, ne? Die 6 Tage, vielleicht vergisst du das. Okay. Ja? Gut, okay. Bis gleich. Bis gleich. Ich komm dich abholen. Bin im Burgerladen. Bruder, ich werde einfach immer hier sitzen. Oh mein Gott, wenn Big Peanut das sieht, ne? Eieiei. Auf jeden Fall richtig gute Arbeit, Juri, falls du noch hier im Stream bist. Aber ich glaube nicht. Confi, danke für die Wisdom am 28. Und Recliff, danke für die Wisdom am 23. Und Holy, danke schon für die Wisdom am 20. Und Brun2k, danke für die Wisdom am 16. Rati, danke für die Wisdom am 8. Oleg, danke für den Prime 14.
Und genau dafür sind wir hier. Ich habe schon wieder vergessen. Ich freue mich auf heute für Cody. Hat der mega verdient. Eigentlich hätte der, also in meinen Augen hätte der Staat übernehmen müssen. Zwecks Förderung, Hundgebiete und so. Big Peanut wird hier komplett durchdrehen. Fehlt nur so ein bisschen so, das wäre so Ambient-Sounds. Ist die Frage, wie ihr die Schlüssel bekommt für die Halle? Ich weiß, wie wir die bekommen. Das ist bei Schlüsselübergabe vom Juri. Wir müssen ihm quasi das Restgeld zeigen und der macht er mit uns eine Führung und so und gibt uns die Schlüssel dafür. Boah, ziemlich ruhig, ne? Das ist kein Dings, Ambient-Sound-Scheiß hier. Ich finde das aber also es ist nicht nervig, aber an manchen Stellen ist es halt so dunkel. Why, Kiki? Why? Also das mit dem Logo, Alter, oh mein Gott. Bin mal gespannt, auf wie vielen Servern wir das sehen werden hier. Ist ja beim Juri auf dem Patreon drauf. Das alte Codys wird geschlossen. Das gehört immer noch Cody. Das kann er vermieten oder so. Mit dem Fenster rechts, das ist einfach so von der Dings hier. Von dem Gebäude her. Ist von GTA so vorgegeben. Du meinst das hier, ne? Das ist einfach abstrakte Kunst, Bruder. Das ist so ein Seitenfenster. Hier hätte ich vielleicht nochmal so Öffnungszeiten oder sowas hingeschrieben. Hallo Edel. Bin ich mal gespannt. Ich freue mich für Cody. Und ich bin mal gespannt, ob das mit den Kämpfen angenommen wird. Ist denn da gerade mit dem Auto gefahren? Boah, ich habe keinen Bock, da hochzufahren, ne? Ja, aber muss sein. Egal. Ne? Aber das geht schnell, glaube ich. Was habt ihr verlängert? Hotel? Ja, Hotel jetzt. Ja. Das kannst du direkt bei den Marshalls vorne machen. Die geben das dann weiter und dann... Aber am besten... Oh. Aber ich meinte, ich rufe dann an. Dabei. Ja, egal. Ja, ich hab auch Knarren dabei. Ja, wir packen hier draußen. Ja, ihr habt recht. Überall sind die SS-Probleme. Eieiei. Warum? Boah, leck das hier, Alter. Ja, was ist denn das für ein Busbahnhof? Boah, hier rechts? Mhm. Boah, ist der neu? Da waren ganz viele Busse. Ach, stimmt. Boah, da hinten, ja. Na. Ey, die waren bunt, ne? Bald rote Linie, blaue Linie, gelbe Linie. Das wäre wild, wenn hier Busse fahren. Dann steige ich ein mit Fahrrad. Boah, Junge, was ist das für ein FPS-Drops, Alter? Ich hab Vollmacht gezeigt, ich hab meinen Ausweis gezeigt und der hat eingetragen. Aber ich will mit einem vom Dings quatschen. Ja, kannst du auch. Shisha-Bar kommt bald. Schon bei dem Hotel? Ja. Sieht ganz cool aus. Discord, von außen. Discord war nur auf. Achso, und der Dings war auch gerade da. Der John und der Jatz. Oben bei der JVA. Warum? Weiß nicht. Die sind auf jeden Fall rein. Warum auch immer. Vielleicht wollten die mal hinter Gittern küssen oder so. Wild Experience. Und dann vielleicht haben sie sich schon ausgeburgt. Weiß nicht. Hotel müsste, glaube ich, auch drin sein. Bin mir aber nicht sicher. Kann man die ja fragen.
Ja, was denn? Ich hab Griffschule bei Jax Ring gehabt. Ich vermisse ein bisschen, ne? Ja, gut, packen wir einen kleinen Kofferraum? Ja. Also ich hab meine schon weggepackt. Unter der Ibo sind meine. Los. Was muss trinken? Geil, Agavendicksaft. Boah, ich hab Fuß gepult. Ich spring da durch, weil ich fett bin. Komm ich nicht durch. Das ist eine hässliche Karre. Immer kippen du der Lot, immer. Kurt, wie sieht's eigentlich aus beim Hotel? Da stehen ja noch die ganzen komischen Pflanzen rum, ne? Da? Die müssen wir dann mal wegmachen. Das ist nämlich business-schädigend. Sollen die Koppers wegmachen, gehört nicht uns. Ja, oder so. Hallo. Hi. Bitteschön. Ja, was bitteschön? Was kann ich für euch tun? Ich will mein Gewerbe verlängern. Sie waren vorhin, glaube ich, schon hier, ne? Nö. Ich war hier, ja. Okay, ist das das gleiche Gewerbe oder ist das ein anderes? Nee. Das ist unser Freizeitpark. Der Freizeitpark. Wir müssen selber zur Verwaltung. Ich brauche einmal ihren Ausweis und dann müsste ich es einmal durchsuchen. Bitte. Ah, danke. Warum nimmst du den Perlner? Ja, weil ich wollte auch mal einen coolen Namen sehen. Bitte. Dankeschön. Jo, einmal der Ausweis zurück, irgendwelche scharfen oder spitzen Gegenstände dabei. Nö. Dann glaube ich Ihnen das mal so weit. Einmal gucken. Jo, alles klar. Dann dürfen Sie einmal zur Verwaltung. Dass mit wem kann man denn die quatschen? Die beiden direkt hier vorne können Sie anreden. Okay. Jo. Ja, schau mal bitte in die... Hallo, Entschuldigung, Störung. Ja. Kann ich gleich mit jemandem quatschen, bitte? Worum ich will nur mein Gewerbe verlängern. Okay. Das Gewerbe machen? Oder das Objekt? Weiß nicht. Ja. Das Objekt, wenn Sie bei uns machen, wenn Sie ein Gewerbe verlängern, dann müssten Sie zum Gewerbe. Also das Objekt halt. Ich hab schon ein Gewerbe. Noch eine Beleidigung. Und es gibt eine Anklage. Und das muss man ja, dieses Vorverkaufsrecht-Dinger, die muss man nicht verlängern. Ja, genau. Ja, ja, das muss ich machen. Ja, super. Ich warte dann drin, okay? Sie können auch hier, also wenn Sie wollen. Genau. Dann aber ich möchte nicht stören. Bleiben Sie direkt hier. Wir dafür können das ist jetzt Problem eh auch. Zu spät. Das Problem dann gleich. Ja, machen wir gleich in Ruhe. Sie brauchen bestimmt Dokumente, ne? Mhm. Ja, die Objektnummer. Gehörte da noch jemand zu Ihnen oder? Nur ich. Nur Escort. Also Geleitschutz. Weil sie zu dritt waren. Achso, nur ich. Nur sie, alles klar. Und sie? Ich bräuchte dann einmal... Ja, nee, ich bin auch keiner. Ihren Personalausweis. Ja. Alles gut. Da bitteschön. Ach, Patrina. Gerne. Dankeschön, zurück. Danke. Oh. Dann bräuchte ich die Objektnummer. Ja, das sind 6 Objekte. 6, okay. Warte nur. Boah, wo steht denn das hier auf dem Dokument? Fängt meistens mit A oder B. Ach so, Objektnummer. Soll ich Ihnen das so durchgeben oder per Bluetooth? Können wir das so? Das kannst du, können wir so entgegennehmen. Das ist überhaupt kein Problem. Es sei denn, der Herr hat irgendwelche datenschutzrechtlichen Bedenken, das hier in der Öffentlichkeit preisgeben. Das ist schon eine lange Nummer immer, ne? Ja, Sie können mir das auch gerne rüberschicken, dann kann ich das einfach so eintragen. Jungs! Zweideutigkeiten bitte erst ab 23 Uhr.
Dann bin ich also meistens außer Dienst. So eine Nummer her. Was für eine Nummer? Boah, ich check das nicht. Was? Okay, das sind schon mal zwei, ja. Das sind zwei Nummern? Ach, da kommen meine. Ja, A3 bis... Und das nächste A3 ist dann eine zweite Nummer. Dann habe ich die hier noch. Mhm. Boah. Das ist quasi ein komplettes Gewerbegebiet. Ich musste 6 Anträge dafür machen, keine Ahnung warum. Ja, für jedes Gebäude einzeln. Das hier. Du, jetzt fehlen noch 72, 73, ne? Ich muss gerade gucken. Wenn ich jetzt der Logik folge. Ja, hier weiß man nie, ne? Das hier. Okay. Das entspricht nicht meiner Logik. Die hier. Okay. Haben Sie dann nochmal eine Telefonnummer von für mich, damit ich quasi, oder damit wir uns melden können, wenn die Urkunden geändert wurden? Ja. Haben Sie was zu schreiben? Ja. 5, also 4 mal die 5. Mhm. 9692. 9692. 1 und die 8. Und die 18, okay. Aber ich gucke nochmal in den Dokumenten. Das waren jetzt 6 Nummern, richtig? Ja. Und jetzt 6 unterschiedliche Nummern. 1, 2, 3, 4, 5. Aber in diesem einen Dokument sind 2 Nummern drin. Okay. Weil ich habe 5 Vorverkaufsrecht-Dinger, Dokumente. Und in dem ersten sind 2 Nummern. Okay. Ja, dann werde ich für beide Nummern quasi eine Verlängerung beantragen. Okay. Und ich bekomme dann Bescheid? Ja. Sehe ich das dann auf meinen Dokumenten auch, ob das verlängert wurde? Genau. Und in der Regel rufen wir meistens an, 3 Tage danach. Und wenn man sie nicht erreicht, dann können sie es ja trotzdem sehen. Auf den Dokumenten. Okay. War es das schon? Mhm. Dankeschön. Gerne. Tschüss, schönen Abend noch. Danke ebenso. Tschüss. Tschüss. So, ich muss auflegen, wir müssen jetzt abgeben. Okay, fertig. Boah, ging schnell. Boah, ich hab so viele Dokumente, ne? Ja. Dann mach dir doch so eine Mappe. Hab ich doch, auf dem Handy. Boah, geil. Können wir jetzt wieder abhauen? Ja, scheiß Finn ist noch drin. Warum haben wir dir ein Auto vor die Tür gestellt? Wo ein Auto vor die Tür? Bei der Halle. Wo? Hä? Bei uns zu Hause. Ich hab kein Auto vor die Tür gestellt. Irgendjemand hat ein Auto vorgestellt. Hä? Ja. Weil die nicht reingucken sollen, wahrscheinlich. Ganzen Geier. Wir waren gerade beim Hotel, da waren auch schon wieder 3 Geier. Was für ein Hotel? Westside. Ja. Das habt ihr verlängert, alles 16 Stück. Und das haben die auch angenommen mit der Vollmacht, ne? Ja, natürlich müssen die ja. Der ja drauf. Aber jetzt wie gesagt, müssen wir die Neuronos bezahlen, wenn die Arbeiten fertig sind. Wie viel haben wir noch? Wie viel haben wir noch offen? Also ja, mittlerweile haben wir, 1,2 Millionen oder so nur noch. Boah, das ist ja schon. Aber wir haben schon wieder fast 10 Millionen. Ich weiß. Auch noch ein bisschen Geld. Ich hab auch noch 600.000. Wir haben fast 10 Millionen in Bar, wir haben einen Hotel für 16 Millionen. Wir sind so scheiß reiche Wichser. Boah, ich glaube, ich lasse meinen Fingernagel Gold machen. Was macht ein Finn da, ne? Macht Aussage für Mediziner. Wir haben mal vor, ich glaube, 1,5 Monate haben wir bei Mediziner ein paar Sachen ins Auto gelegt, aber wir wussten nicht, dass es auf den läuft, sondern wir dachten, es läuft eigentlich auf den anderen. Jetzt wird der gebumst. Wir haben Schlüssel gekriegt. Eigentlich, das war so ein richtiger Wichser. Jetzt helfen wir dem wieder. Jetzt, das war so ein richtiger Wichser-Mediziner und jetzt haben wir mitbekommen, dass der gar nicht rausgeworfen wurde, sondern ein anderer. Und der rausgeworfen wurde, das ist eigentlich ein ganz netter. Oh. Jetzt helfen wir dem und dann haben wir was bei dem gut.
Ja, er meint schon, also er meint schon, dass er dann zu unserem Boxkämpfen und sowas sich einträgt und dann nimmt er aber keine Rechnung. Das ist gut. Ja. Wir müssen das dann halt, wir müssen dann uns da immer nur anmelden und sagen, dass wir dann Boxkampf machen und dann haben die da so irgendwie so eine Liste, wo sich dann Mediziner eintragen muss und die werden dann da für abgestellt den ganzen Abend. Und jetzt Finn gerade drin und macht bei dem komischen Lamar Aussage. Boah, das ist, glaube ich, ein komischer. Zeichen. Wann kriegen wir die Schlüssel, wenn wir den Restbetrag abbezahlen? Ja. Wahrscheinlich, ne? Es, aber Hotel ist komplett durch, ne? Auch da krieg ich dann Schlüsselübergabe. Schlüssel. Aber das kann sein, dass das mit dem Hotel über das Department of Justice läuft. Stimmt. Soll ich mal anrufen? Also ich glaube, ihr merkt jetzt, dass ich ihn angerufen habe. Wie oft hast du angerufen? 20 Mal. Sehr gut. Nee, das ist... Das ist staatlich, das kannst du nicht machen. Hast du heute was gesoffen? Ne, warum? Weil du so komisch redest. Warum rede ich komisch? Merkst du das selber nicht? Was denn? Du hast was gesoffen. Was quatschst du da? Was hat die Mila wieder in den Tee geschüttet? Pfirsich. Pfirsich? Ich gehe hin und frag, kriege ich eigentlich auch Schlüssel für das Hotel von hier? Schlüssel und Hotel sind Gewerbe, da müssen sie sich beim Amt melden. Hä? Ach, scheiße, aber die haben ja keine Ahnung, was wir machen. Ja. Das ist nur Marshall, der steht ganz Juri Tag wird hier uns oben. Schon sagen, wo wir hin sollen. Ja. Ja, wollte ich auch sagen, einfach Juri. Da müssen sie sich beim Amt melden. Oh, das höre ich öfter. Ziehen Sie bitte eine Nummer. Wo will dann Brauch finden? Ja, das dauert, glaube ich, ein bisschen. Wir können schon fahren. Warte, ich ruf dir mal an. Pin, Ficke, Fick. Pin. Ja, Pin, Fick. Okay, dann fahr ich schon mal runter. Du guckst, gleich. Wo die Lampe leuchtet und das ist dann deren Bluetooth. Das ist dann immer noch der Bluetooth. Weil die Lampe blau ist. Bis gleich. Los, wir können schon. Okay. Er meint, der braucht noch 10, 15 Minuten. So, auf den Spinner warte ich doch nicht. Oh, Bock. Den sollen sie am besten gleich da lassen. 60 Tage Knast. Mit einem Schwein, dass bei dem nicht wieder früh um 7 die Sicherung rauskickt. Ich hoffe, dass bei denen irgendwann die Tür klemmt für immer. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Finn. Hast du den eigentlich? Den Bademeister hasse ich auch. Hast du dein Dings hier? Deine Sachen? Nö. Nicht, dass gleich Groft bei uns in der Straße steht. Oh, mit 60 SMGs und halbe Panzer. Boah, dann hoffe ich aber, dass die uns umbringen. Weil wenn ich das überlebe, wenn die mit SMGs auf uns schießen, die gehe ich mir holen, die Dinger. Mit der Zunge so dagegen hauen und dann werden die in meine Hand fallen. Lucky go! Was ist denn... Der hat gesoffen. Haben sie Alkohol konsumiert, der Herr? Soll ich sie mitnehmen in die Stadt? Nee, brauchen sie nicht. Die brauche ich nicht. Aber warum fahren sie so Schlangenlinien? Das kommt ab und zu mal vor. Wie viele Finger zeige ich hoch? Noch ach, gar kein. Sie können doch einfach weiterfahren. Der hält an, als wenn wir die Bullen werden. Junge. Aber der ist so hier gefahren, guck so hier. Der hat vielleicht ist seinen Kaffee oder so weggeschüttet und sein Handy ausgerutscht. Vielleicht wollte er auch kurz im Handschuhfach gehen. Oder der hat das neue Xbox-Lenkrad.
Boah, ey, das war mir gerade schon wieder zu doof. Naja, wenn das Hotel und dann, wenn das Gewerbe ist, na, dann müssen sie zum Gewerbeamt. Die gehen in die Lüge. Mann, du bist noch selber nicht, was die labern. Das Gewerbeamt. Dann meinst du dem so, ja, das ist kein Gewerbe, aber eigentlich schon. Ja, wenn das kein Gewerbe ist, dann können sie die Türen ja auch nicht abschließen. Hä, was labert der? Ja. Ich konnte sagen, ja, Meister, mach dich mal hier oben mit da hinten, beschütz mal durch Los den Santos, Fahrling. Die Stadt, wo man Türen nicht abschließen kann. Ja. Kriminalitätsrate gleich null. Hier leihen die Nachbarn dir noch Zucker. Boah, wir müssen aufpassen, ne? Wegen dem Raum bei uns. Welchen Raum? Bei Codys, der hat so einen dicken Raum. Da ist so ein riesen Fernseher drin. Da müssen wir aufpassen, dass der sich keiner reinsetzt, der da nicht reingehört. Ich hab gehört, da kann man Security-Kamera angucken. Ach, deshalb dieser Monitor. Ja, und wenn... Da ist eine Kamera hinter der Theke und die haben ja ganz viele Frauen, die da arbeiten. Nicht, dass sich dann der Crack da oder sowas mal reinsetzt. Der alte Geier. Boah, hier ist ja viel los. Was ist denn hier los? Seit das Café da ist, ist da immer viel los. Und der hat da, glaube ich, der hat ganz viele Figuren in der Vitrine da. Das sind die Actionfiguren. Und die kommen in die Menüs Fernseher. Rein. Da stehen die ganzen Lutscher da vorne, die ganze Zeit an der Verwahrstelle, die sich wegmachen. Wer ist denn das? Weiß nicht, wer das ist. Warum klauen die immer unsere Klappstühle? Ich bin ein Wichser. Sollten einen Laden aufmachen für Klappstühle. Gehst die gleich um. Gleich brennt der Baum hier. Und die Rollos sind weg, Maschallah. Was für Rollos? Ja, die Rollos. Ach, die Vorhänge wurden wieder abgerissen? Ja. Die hab ich weggemacht vorhin. Mit Schere. Hab ich abgeschnitten einfach. Geil, jetzt stehen wir nicht mehr im Kreis, sondern stehen wir Codys. Ja. Wer hat hier auch... Guck mal, der Marek hat auch die Babygraffe hingemalt. Was für eine... Da, guck. Was von Milady. Was hat das mit der Giraffe auf sich? Ja, Babygraffe. Was ist damit? Mila wollte eine Babygraffe. Boah, geil. Was denkst du, wenn ich in meinen Fingernagel reinpacke, kommt die mit dem Schloss auf? Boah, ich muss mal den Johnny fragen, der ist so Zauberermeister. Kleinen Dank, danke für den Prime 33 und Damien, danke für den Boost ab dem 4. mit Prime. Und Yoshi, danke für den Boost am 4. ebenfalls. Danke an die beste Oma, die ich hier hatte, für das Geschenkabo. Das ist einfach die Oma, zu der du hingehst und voll gegessen für 3 Jahre zurückkommst. Ja, Mann. Das haben wir abgezappt, meine Stadt. Die Idioten zahlen eh keine Steuer. Nö, ja, die machen hier keine Eulen. Heute sind alle müde. Rumschießen hier, ne? Nicht mal 900 Leute hier. Was macht die Penner schon wieder hier? Ich schau mir das Auto an. Sieht hübsch aus. Wofür ist der Kreis hier? Ah, mein Stream stirbt. Mein Gott. Hier los. Na, hör mal. Hallo. Einpacken Lärmwerbenummer, ne? Ja, das ist... Ne, ich bin Baum ist abgeschlossen. Ich weiß. Cody, mach die Tür auf. Hallo? Hallo? Mach mal die Tür auf. Ich hab Hunger. Ja, warum? Es ist abgeschlossen. Nein, jetzt ist es offen. Hallo? Aufgemacht. Hallo? Hallo? Oh, da kurz rauszusuchen. Nein! Oha! Frank.
Herzlich willkommen bei Codys und mit Ihrer Bestellung, bitte. Habe ich auch schon gerade gedacht, vor 2 Minuten. Ich hab Hunger. Ja, ja. Ja, heute haben wir geschlossen. Aber ich hab Hunger. Da vorne liegen Burger. Kann ich essen, hier, bitte? Einen Burger. Herr Kürtz, Dankeschön. Ich hab auch was für dich. Warte mal, Kürtz, du kannst noch was kriegen. Guck mal hier, bitteschön. Dankeschön. Bitteschön. Ich hatte keinen Hunger mehr. Hm. Ich krieg noch was zum Runterspülen. Dankeschön. Geil. Muss man nichts bezahlen, ja? Nee, sonst. Hast du die Spritteuse schon getestet? Ja, aber da brauchen wir hier. Kannst du meinen Burger frittieren? Nein, aber ich hab was anderes für dich. Trinkpäckchen? Guck mal. Warte, ich komm rum. Warum gibst du mir das nicht einfach? Weil das voll viel ist. Hey, hier hinten kann ich immer schnippeln. Dankeschön. Das sind bestimmt... Was? Was? Hier. Was soll ich damit? Ja, verteil das. Das sind Sachen, die wir nicht mehr verkaufen ab morgen. Aber die sind ja doch gut. Kein, bist du sicher? Ja. Das ist alles meins. Noch nicht. Ja, nö, dann alles easy. Boah, was geht denn hier ab? Da kommt ein Panzer. Wo ist denn Kürtis? Okay. Kürtis steht hinter mir jetzt. Läuft. Ja, jetzt warte. Ah, hi, ne? Tagsam. Na, bist ausgeschlafen jetzt? Hast du den Kuchen weitergegeben? Boah, ich hab voll viel zu essen bekommen. Ui, danke. Ui. Okay. Wie hast du denn so viel zu essen bekommen? Von Cody, die verkaufen das nicht mehr. Alles muss raus. Alles muss raus. Ui. Ui. Ja, aber Curtis. Ist das, also jetzt mal Real Rap, ne? Das ist nicht voll schlecht für Cody. Katzmann, du hast es geschafft, die Leute reden wieder von dir. Echt? Was ist schlecht für Cody? Ist also jetzt mal so. Ist es nicht eigentlich nicht so gut, dass der Laden direkt neben Junkie Park ist? Warum? Ach, was ist, wenn hier wer einreitet? Wir haben nur mit keinem Stress noch nie gehabt. Nein, was ist die Geschichte gerade mit der Grove? Ach, das ist eine Meinungsverschiedenheit. Du hättest sehen müssen, wie wir mit 20 Mal um die Ecke gepusht sind. Ich hab's mir erzählen lassen, ey. Aber also, ihr seid auch motiviert, ne? Was hab ich gehört? 19 Leute? Was meinst du damit? Das ist meine Soldaten sind stramm. Ja, ich meine das schon. Die sind so motiviert. Ach, das ist doch kein Krieg, das ist nur eine Meinungsverschiedenheit. Abend. Hallo. Ich hab gerade erstmal einen Jugo am Stapel kaputt geschossen. Warum? Paris, also das Ding war, wir standen hier am Codys. Nee, ich hab hier, by the way, Curtis Edding, Edding Curtis. Grüße. Was? Ich stand am Kleidungsladen, dann haben wir einen Anruf bekommen und Therese. Hier, dies, das, da ist so ein Typ und so weiter am Stadtpark. Und dann war da so ein Typ, der halt hier Therese mit einer Axt bedroht hat, weil er auf sein Auto gestiegen ist, weil er dann telefoniert hat. Hab ich mich mit dem so gefühlt 10 Minuten unterhalten. Und am Ende der Diskussion hat er gesagt, ja, ich bin aber sehr empfindlich, was meine Kfz jetzt angeht, habe ich gesagt, zeig dir, was ich da von deinem Kfz halte und hab sein Kfz kaputt geschossen. Komischer Typ. Er gibt schon wieder keinen Sinn. Hat's ja auch nicht ergeben, Bruder. Meinst du echt, hier gibt's ein paar Lava wegen Codys? Nee, ich glaube nicht. Also, das Ding ist, ich glaube, die Leute sind schlau genug, von der anderen Seite reinzureiten, ne? Also, so viel traue ich den meisten hier noch zu. Aber ich meine, wie oft kommt das vor? Ich glaube, dass das. Kann das eigentlich, dass das erste Mal war, dass jemand bei euch eingeritten ist, die Grow? Man kann das Codys auch. 49ers kam auch schon. 49ers waren auch schon mal bei euch. Ja, ja. Aber ansonsten. Welche 49er? Diese Ballers. Ah, die 49ers. Ja, ja. Na gut. Aber vom Ding, ja gut. Okay, der Laden ist halt gut platziert hier. Ne? Das ist doch auch bestimmt schusssicheres Glas, oder nicht? Ja, natürlich. Also Codys ist ja nicht dumm, ne? Eben. Außerdem hey, machen wir machen doch gar nichts, Mann. Das kann man so als Entertainment-Paket anbieten. Denn dann auf einmal kommt so eine Sirene
Und dann, oh, alle ins Codys rein, wird abgeschlossen, dann hörst du das nur. Hey JB. Ja? Wenn wir Nachtschicht machen, überfallen wir einfach Codys. Kann natürlich sein, dass so Leute in den Betrieb ist. Kann natürlich sein, dass so Grove und so nicht herkommt. Aber die kam vorher auch schon nicht zu Codys. Meinte Cody. Ganz selten mal. Das ist sowieso, also Grove ist das. Grove hält sich das sowieso aus allem raus, was irgendwie so zu einer Interaktion angeht. Bring die doch einfach dazu. Was denn, dass die herkommen? Ja, dass die einkaufen. Das ist eine Bedingung, Junge, mit deren Kapitulation. Wir lassen einfach die Leute, die ihr Essen geben wollen, in Ruhe. Und machen keine Welle. Ich muss sagen, jeder, der einen CK-Burger in der Tasche hat, wird nicht abgeknallt. Was meinst du, wie viel Millionen der verdienen würde? In der Gang vor hier. Ja, Jungs, wir wollen eine Million haben. Aber wie finden wir den Laden? Ja, sick. Sick. Also sein Büro ist halt Endstufe geil so. Noch nichts davon gesehen. Also jetzt hier gerade so den Einblick. Doch, es ist ein schicker Laden. Toiletten sehr geräumig. Also ich finde sogar ein bisschen zu groß. Es ist so ein bisschen unangenehm groß. Ui. Geil. Feuerchen. Ja. Auch ansonsten schicker Laden. Auf jeden Fall besser als der alte. Digga, also. Der alte war halt echt Endstufe. Ich weiß nicht, der war halt nicht. War halt einfach zu klein. Ja, war nicht cool. Konnte sich nicht mehr gescheit drin unterhalten, so. Ohne dass ich habe mir schon einen Sitzplatz ausgesucht, da hinten in der Ecke. Da sitzen die coolen Kinder. Nee. Weil es keinen Sitzbank gibt. Nein. Ach du Scheiße. Würde es euch nur was sagen? Das kennen sich auch einige, wenn sie nicht hören. Wer ist denn das? Nee, da ist umsonst ein Türgriff an dem Fenster. Das ist ein Drive-In. Was soll ich jetzt denn wissen? Es tut mir leid. Ja, kannst du reinfahren, alles gut, Strife. Nein, ich fahr da nicht rein. Also, der war schuld, wenn du läufst. Der war schuld, wenn du läufst, ne? dann ist das dein Eingang, ja. Ja, und wann klemmt ihr das Krankenhaus drüben? Ihr habt mich verarscht. Nur, das war gerade nur. Wie ist das so? Ja, weil die gar nicht offen haben heute. Ich glaube, das sind nur Mitarbeiter. Ja, das ja Krankenhaus ist schon gekauft tatsächlich. Wird schon. Wir machen da einen Rave-Bunker rein. Lass die Sauce halt beleben. Damit hier niemand mehr rumlaufen kann, Curtis. Ach ja, was sind die anderen alle? Weiß nicht. Also ich habe im Hintergrund öfters mal so wie ein Krieger und sowas rumfahren sehen, aber. Weiß nicht, aber da gibt's also ich kann dir nur sagen, dass ich gerade 40 Minuten in der Apotheke war. Telefon. Warum? Aber warum warst du denn 40 Minuten in der Apotheke? Weiß ich nicht, die Schlange war so lang. Ui. Mhm. Ich fühle mich fast.
Boah, Steffi, oh, war's auf wenn. Warte mal, wo ist der Önke? Wir brauchen die Kohle, ne? Ist der Önke überhaupt schon aus dem Haus? Ich glaube, die pennen noch. Ohne Kohle kein Schlüssel. Drin mit Tante. Penny macht tut. Ohne Kohle kein Schlüssel. Vielleicht nur Rundführung dann. Egal, wir schmeißen zusammen. Wir haben nicht so viel. Max? Wir brauchen 1,2 oder so. Ich hab 800.000. Ja, und Max hat 600.000. 500 Millionen, ich hab alles. Boah, wir sind reich, ne? Reich, ja! Eigentlich voll langweilig, ich glaube, ich reiß aus. True Story. Ich geh nach Malta. nach Jamaika, das Hanf. Malta, Junge, nix Jamaika. Der hört immer Malta, ein paar Umdrehungen. Ah, Diem. Du bist so ein Knallkopf dann, ne? Oh Mann, er wirft eine Knalle auf den Boden, das finde ich fies. Geht der nicht dran? Presi, bist du's? Das klingelt, aber der ruft mich bestimmt zurück. Ich habe 30 Mal angerufen schon. Nicht nerven. Das ist der Bratan sauer. Hat jemand schon Mila gesehen? Nee. Heute noch nicht. Boah, die spielt so ein Super Nintendo-Spiel. Gildenkampf 2. Was ist das denn? Das ist Science Fiction. Ah. Nee, ich mag das nicht so mit der Zukunft. Was macht der da? Wir müssen mal beim richtig Brett viel Wegs zu fahren. Nee. Ich habe Schwabbel angerufen, wir können in eine Karre tun gehen. Choco! Okay. Ah, ja. Ne, ich wollte fragen, ob ihr wieder zusammen seid, aber du gibst schon wieder Geld für dich. Nein, sind wir nicht. 6 Monate war die in Vegas, jetzt kommen die Vegas wieder verliebt. Oh shit, Alter. Oh Mann. Ey, nimm die bitte zurück mit Kusshand. Ja. Aber nebenbei noch 3 andere. Wen denn? Ach, Junge, der angelt sich alle Rhea, Toten aus dem Unicorn haben wir zickzack. Wer, was, wo? Ja, Joko. Oh, als ob. Junge, alle Tussen von der Unicorn, Alter. Bald haben die keine Tänzer mehr. Oh shit, Alter. Warum? Weil Joko sagt nein. Das ist meine. Die darf nicht tanzen. Wenn du Geld brauchst, kostet es mehr. Ich geb dir alles. Mit wem sollen dann Tinker Smalltalk führen? Stimmt, oh Mann, ey. Der arme Tinker, Mann. Ich hab den Laser gestellt gehabt, warum? Chat, seid ihr müde? Wollt ihr Tinkerpäckchen? Oder so ein bisschen rumknutschen oder so? Ja, oder kommt auch im Kreis. Kommt. Ich geb euch was aus bei Codys. Kommt. Gumm rein. Gumm rein. Wann macht Codys hier auf? Weiß man das schon? Keine Ahnung. Der macht gerade Rundführung mit seinen Mitarbeitern. Boah, wir haben eigenes McDonald's. Geil. The Trap House Kitchen 2.0, geil. Notification Gang. Check. Wheel it. Trap House Kitchen. Boah, lass mal mit dem Cody in der Küche Crack kochen. Oh. Meinst du, lässt du? Wenn das nicht sieht, bestimmt. Wir sollen anständig sein bei Cody. Lass mal Crack kochen. Wir hatten das gesagt, welche Vollidiot. Jede Ahnung, Woche 1 Million, sonst knallt's. Aber warte mal, ich muss dem Cody... Oh, stimmt, ich muss nur zu Cody... Na, ich muss dem das noch überschreiben, das gehört mir quasi, ne? Das ist ja doch. Wo? Da, an der Mülltonne. Auf der BMX, oder? Nee, hä? Das ist... Hä? Doch, das ist Cody. Ich weiß, das ist Cody. Hallo, der Herr, Sie bist du? Ich bin... Geile Sau! Ja? Bist du? Ich bin... Ich hab eine Überraschung. Eine Überraschung? Ja. Ja? Du musst die Augen zumachen, okay? Oh. Halt dich an meinen Rücken fest und komm mit mir. Okay. Halt dich fest. Ja. Ich hab Hochzeitsgeschenk für dich. Aber wir haben gar nicht geheiratet. Ja, bald aber. Sobald keiner mehr auf uns töten will. Aber uns werden, glaube ich, immer Leute töten. Ja, jeden Tag. Ja. Halt mich fest. Ja. Hä, bist du blind? Du sollst dich an mir festhalten. Ach so.
Ich sollte doch die Augen auszumachen. Ja, mach die Augen zu und halt fest. Mhm. Ich halte mich voll fest. Ich habe eine super Überraschung für dich. Eine super Überraschung für mich. Ja. Komm. Ich komm. Okay, jetzt mach Augen auf und guck hier durch die Scheibe. Das ist dein... Das war's für dich. Was ist denn da? Du musst rechts gucken. Rechts? Oh, das sind... Kannst du sehen? Yes. Das sind Giraffe. Was? Das sind Giraffe. Wir haben Babygiraffe. Giraffe, ein Babygiraffe. Ich will... Lass mich rein hier! Geht nicht, nur, wir brauchen Schlüssel erst. Giraffe! Giraffe! Das ist noch abgeschlossen. Giraffe, komm her, komm zu mir. Komm! Bäh. Komm her! Giraffe, komm! Das ist ein Babygiraffe. Ja, ein Babygiraffe. Ich habe doch gesagt, ja, du bist so... Ja, ein Babygiraffe. Kappelchen, nee. Darauf war ich nicht vorbereitet. Was zum Teufel war das denn, Alter? Was zum... Wo? Giraffe. Oha, an der Wand. Meine Giraffe ist das aber. Die hat genauso langen Hals wie du. Ich. Das... Die sieht doch genauso aus wie du. Nein, ich bin doch kein Giraffe. Oh, Memo, aber der Dinne ist eine Giraffe. Oh, Memo, du bist guck mal. Liebepferd. Oh, Memo, guck mal. Oh, Memo. Oh, Maschallah. Jetzt müssen wir nur den Schlüssel haben. Ui, Memo. Hilo oh, denkt auch, er ist Memo, Alter. Oder ui. Oh oh, da ist eine Schlange bei meinem Giraffe. Ja, das ist unsere Schlange, denn von Yuri. Was, der hat uns wenn die mein Giraffe ist? Der kann die nicht essen. Nein. Außerdem haben wir dann eine zweite Giraffe, nur mit Schlangenhaut. Sieh mal, wie glücklich die ist. Ja, die macht Schnute, ne? Ja. Ich hab die gemacht. Du hast gemacht? Mhm. Wie sollen wir die nennen? Rudolf. Aber das... Warum Rudolf? Wie die Giraffe vom Weihnachtsmann. Das ist aber ein Rentier, Dummkopf. Jetzt kommen und die zeigen dir nur was. Ja. Okay, ich sag dir das hier, ja? Ja. Wir haben davon jetzt neues McDonald's. Für den Cody Lan. Ja. Dafür krieg ich aber heute Kuscheln in Heim für die Babygiraffe. Oh, mein Kopf tut aber so weh. Oder ich darf dich in Gildenkampf 2 verkloppen. Kannst du eh nicht. Guck mal, Cody ist ein McDonald's. Wow, sieh mal. Wow. Na, sieh mal. Wow. Das ist hübsch, ne? Das sieht ja voll cool aus. Können wir zu Hause auch so aussehen? Wie? Na, wir machen bei uns zu Hause auch in den Stil, ja? Was meinst du damit? Na, auch wie Biene Maya. Das ist aber nicht Biene Maya. Aber das gelb-schwarz. Das ist Dortmund-Fanclub. Dortmund? Ja. Hm. Dortmund, dort essen. Dortmund. Ich verstehe schon. Ich muss mit Opa Willy telefonieren. Ich muss Cole anrufen. Ja. Hm. Ja? Cody, denk dran, ich muss dir das nur beschreiben, ne? Ja. Müssen wir noch fertig machen, ne? Wo machen wir das denn nochmal? Bei der Justiz. Department?
Da, wo man zwei Stunden braucht für. Boah, ich muss jetzt noch den neuen Laden bestücken und so, ne? Mit Sachen gerade. Ja, oder morgen, ist egal. Ja, oder morgen. Lass mal morgen machen, aber dann, boah, am besten heute einen Termin machen oder so. Wir müssen das 100%ig machen, wenn ich mal Scheiße baue. Wir machen ja, richtig, das 100%ig machen. Das müssen wir auf jeden Fall klären. Das müssen wir dann... Magst du da anrufen und uns einen Termin machen? Aber kannst du das machen? Ich hab keine Ahnung davon. Du bist der, Schlauere. Willst du mir nur Honig ums Maul spielen? Aber ja, ich versuch da mal morgen einen Termin zu machen. Okay. Easy. Tschüss. Tschüss. Stimmt, der Laden gehört mir eigentlich. Boah, soll ich den Clown-Chat? Ich mach einen Cody-Surf. Boah, was wollen die denn schon wieder? Smash, 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 smash. Swiss TV, danke für den Wies am 26. und Five, danke für den Wies am 8. Und Quickwalks, danke für den Wies am ebenfalls. Opa, wir gehen nicht an sein Handy, vielleicht ist der gestorben. Nein, der ist nicht gestorben. Der ist schon echt alt. Aber der belebt nur. Okay. Willkommen. Wir haben einen Babygiraffe. Ich bin's wieder, eure Mila. Morgen. Die Giraffe. Hallo, Mila. Soll ich Warnschuss abgeben? Mach mal. Nein. Nein. Soll ich? Nein. Warum fragst du dann? Bin ich bescheuert. Jungs, rein theoretisch gehört das Cold ist uns, ne? Das gehört auch uns. Ja, ich hab das so verkostet dafür. Oh Mann, ey. Aber mit Cody macht man's. Cody sollte mir nicht in die Pfanne hauen. Bist du bescheuert? Cody ist ein guter. Aber Milas Burger hört sich besser an. Dann frag ihn, ob ihr eine Aber du hast doch schon einen Burger. Ein Burger? Am Bobo. Nein. Doch, sieht aus wie ein Bun. Wer denn, Duplo? Deine Mutter. Du siehst aus wie ein Bun. Wow, Bobuba, was? Boah, da kommt die Lieferung. Ah, die. Macht der heute schon hier auf? Nee, morgen. Der macht die Küche fertig und so. Der macht morgen auf. Morgen ist offizieller Start. Geil. Und dann haben die auch neue Sachen. Paul, und dann kommen die Grove mit SMG. Ähnlich, oder? Aufpassen! Da kommt Dungeons Mama! Boah! Das hat er jetzt nicht gesagt. Boah. Nee, das reicht nicht. Da boah, ich freu mich so für Coldies. Guck mal, der deine Lagerhalle hinten. Ja, ja. Boah! Wie können wir eigentlich hier mal Burger kauen? Ja, die muss man nur kauen. Wie arbeitest du bald in Burgerladen? Weiß nicht, vielleicht mache ich das. Hallo, hier ist Mila, hier bei Cody's Welcome. Wir sind hier offen. Hallo, was ist Ihre Bestellung, bitte? Eingestellt. Das hört sich schon mal gut an. Ja, bumm, eingestellt. Den Arbeitsvertrag kriegst du. Ich kläre das mit Cody's. Easy peasy, der will mich eh. Lemon squeezy, easy. Ja, ja, weil ich bin nicht nur gute Kundin, ich bin auch gute Kundenberaterin. Ui. Sollen wir fragen, ob wir Cody's helfen sollen beim Einlagern? Ja, das ist eine gute Idee. Warte, ich frag Jiggy. Ja, mach dir. Hallo, Jiggy? Hallo? Das zahlst du, du Penner. Mama. Die haben sich eingeschlossen. Arschlöcher. Weil du kauen wolltest. Du wolltest halbe kauen. Lust. Ja. Was kauen? Lass das bitte nicht vertiefen. Was wolltest du kauen? Nee. Na, Burger kauen. Dann schalt die Kasse, geh mit dem Hund raus.
Ich war von draußen. Ja, alles. Warum stehen wir eigentlich schon bitte? Hier haben wir nichts zu tun. Ich mag diesen auf Kopfschmerzen. Er ist kuscheliger denn Features geil. Auf Nimmerwiedersehen. Was macht Choco schon wieder denn? Was? Was macht Choco wieder? Choco hat mich sauer gemacht. Steffi Geld im Arsch blasen. Ja? Und die hat meinen Parkplatz geklaut. Oha, fahr die um. Ach, PD, warum pushen die schon wieder? Ja, die pushen einmal rum. Das ist Lernen für später. How to push bei Junkie Park. Ja, ja. Ja, wie wir pushen haben wir schon gelernt. Ich weiß nicht, wie das geht. Das haben wir letztens gesehen. Ich weiß nicht, wie man pusht. Kann mir das jemand beibringen? Ja, so hier. Eins, zwei, drei. Oh, ist vorbei. Nee, 1-0, 1-0. Du bist so weak. Choco, du denkst auch, du bist so ein Goku, ne? Willkommen. Nein, der heißt nicht mehr Choco. Der heißt jetzt Riegelbärchen. Damn. Ach, der hat die doch bestimmt so vermisst. Ja, ja, Riegelbärchen. Warum? Nein. Das ist eine Abkürzung für Schoko-Riegelbärchen. Ja, genau. Der gute Hallo. Riegelbärchen. Das ist zu lang. Oder Hasi-Pupsi? Warum reagiert er nicht? Pupphase. Was denn? Was für ein peinlicher... Was ist denn los, Schatz? Oder? Was hast du denn, Schatz? Oh, scheiße. Oh, shit, Mann. Haben wir nichts zu klären, Leute? Wir müssen uns noch Benny-Schlüssel holen, ne? Wir könnten Grof-Autos verhauen gehen. Stimmt. Jetzt, wo wir die Schlüssel für unsere Halle nicht kriegen, können wir uns wenigstens die Schlüssel holen. Stimmt. Ja, eigentlich eine gute Idee. Ich würde gerne einen schönen, ruhigen Waldspaziergang machen. Das macht Steffi jetzt gerade schon, Tatsache. Kannst dich anschließen. Ja, wollte gerade sagen, schließ dich doch an mit den Stöcker in der Hand und dann let's go. Auf in den Wanderkurs. Oh, Stockboot! Was für ein Ding? Stockboot! Stockboot? Ja! Stockbrot! Lecker! Jetzt Stockbrot! Hab ich ah, Dium! Ich hab Stockbrot! Was ah, Dium! Du bist dumm! Oh Mann, ein Brot aus Stöckern! Nice! Geht wir, irgendwo was? Können wir bitte ein bisschen Komm, Stockbrot machen? Komm, wir fahren eine machen? Runde! Oh Junge! Bitte 6x6, allesamt! Oder auch nicht. Ja, ja, ja. Ah, der Quasselkopf fährt mal mit. Wir sehen uns. Peace. Hau rein. Oh, nervt der heute um. Der nervt immer. Wie mich runter. Das heißt, okay, Codys macht heute nicht auf. Auch seinen alten Laden nicht. Doch, muss doch, oder? Macht der nicht auf? Keine Ahnung. Sind die Küchengeräte nicht, oder? Zur Not nehmen wir einfach deine Küchengeräte. Meine? Ja, deine 4 Stück da. Das hat ein bisschen gedauert, ich hab's verstanden. Ja, das hat gedauert, Alter. Ich hab's immer noch nicht verstanden. Alles egal. Gut. Alles gut, Mila. Guck, bei der vierten bist du Araber, ne? Das hat immer gekommen. Ist jemand erklären? Was denn? Ja, der Schoko, der hat 4 Küchengeräte zu Hause stehen. Die können wir benutzen. Zeig mal. Ab sofort kriegt ihr nur noch Tinkepäckchen für Kanalpunkte. Ein Handrührgerät? Eine heißt Savina, okay. Eine heißt Debbie, eine heißt Steffi, eine heißt irgendwie anders. Ach so. Junge. Seid so doof, ne? Küss Dildo. Oh shit, Alter. Oh Mann. Nana. Dilde Nummer an der Stelle. So, warum macht Cody jetzt nicht auf? Kann ich morgen auf? Weil der die Leute noch anlernen muss, Dinger da. Boah, ist doch wohl klar. Logo. Macht doch wohl mehr wie nur Sinn. Ich muss Juri anmeckern. Warum? Wieso? Weil er meine Nummer auf die Darmtoilette schreiben sollte. Den musst du selber dahin schreiben. Aber jeder weiß, dass du eine Null bist. Ich würde das nicht machen. Oder auf der Nee, mach das nicht. Keine Juri. Bitty, was machst du eigentlich hier? Wolltest du nicht ein bisschen auf dem Airfield rumliegen? Airfield? Ach so, mit Faye? Ja. Warte mal, Bitty, du hast eine Freundin, ne? Johnny mir erzählt. Hä? Sie hat euch gestern gewünscht. Ui, Memo. Nein, hab ich nicht. Hast du nicht? Ja.
Oi, alle zusammen auf dem Berg. Ich finde Autobahnen sind viel romantischer. Eine Autobahn, ja, da geht leider keiner auf den Sack, meinst du? Dach mit einer. Oh, shit, Alter. Giffy hat einen Schlaganfall, glaube ich. Warum? Wo ist Giffy? Da auf den Tonnen. Du bist wasted, Shepard. Oh, oh. Geht ab. Oh, oh. Chat ist müde heute, ist Mad Monday, Alter. Aber ist Giff. Haben die sich schon gemeldet? Wer? Nee. The Griff? Nee, ich glaube nicht. Hier kam Genix an. Kaufst du selber nicht, oder? Die wollen uns keine Bühne geben. Aber... Huch! Uiuiui. Wilde Nummer, der Stelle. Junge Tanjo. Ja, warte, weißt du? Ich hab eine Frage, ich hab einen Bra... Ich hab auch 10 braune Zehen. Sophie! Wie bitte? Ja. Komm mal her. Lauf nun bitte bis zur Enkelpfanne. Nee. Mach mal bitte. Du schießt auf mich. Ich schieß nicht. Schwör. Malla. Was krieg ich, wenn du schießt? Alles, was ich habe. Ben, lauf nun bitte. Okay. Was zum... Warum holt denn den Hoodie an dann? Was hat der vor? Ach, das ist Juri, glaube ich, oder? Hattest du gerade einen Hoodie an? Also vorhin? Nee. Oh, Junge, ich glaube, ich muss gleich Stress kacken. David. Hattest du die Tage einen Hoodie an? Nö. Hast du deine Haare gestylt? Ja, bis später. Du bist Eichhörnchen jetzt. Hallo? Willkommen! Ich glaube, Juri ist sauer. Warum? Weiß nicht, redet nicht. Ist es wegen seiner neuen Frisur? Ich glaube, wegen der neuen Haarfarbe. Hm. Aber er sieht jünger aus. Ich glaube, vielleicht mag er mich einfach nicht. Sonst wäre er nicht mehr krank, ne? Habe ich was Falsches gesagt? Hätte ich seine Frisur nicht ansprechen sollen. Aber die Frisur hatte der schon immer. Echt? Der hat sich nur die Haare färben lassen, der wird alt. Ach so, das lässt ihn aber jünger aussehen. So. Ja. Ja, ja. Ich habe einen Arzt angerufen wegen meinem Zeh. Was ist mit deinem Zeh? Ich muss morgen auch zum Krankenhaus. Der so dunkel geworden ist. Ja, weil ich immer so lange daran saug. Ja, das ist nicht gut, glaube ich. Jetzt aber das beruhigt so mich. Ja, aber vielleicht kannst du dir mal einen anderen nehmen. Ich habe mehr als einen, weißt du? Aber die anderen schmecken nicht. Ich weiß, und der liegt dir gut auf der Zunge, aber trotzdem. Au, du Wichser! Oh mein Gott! Oh mein Gott, da liegt immer ein Gehirn. Bist du bescheuert? Kann man so Auto fahren, du dummes Stück Scheiße. Du ein hässlicher Stück Scheiße. Guck dir meine Nase an. Aua. Hat gar nicht weh getan, schon nur Geld haben. Ja, Geld. Aber er hat dir keins gegeben. Bestimmt. Was war denn dann, ne? Was? 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 Also. Der Peanut ist im Hotel, der hat Bauchrohr. Was hast du denn für eine Schrottkarre? Meine? Ja, die ist doch voll hübsch, das ist Virtual Classic Custom. Hast du schon neue Felgen gemacht? Nee. Aber ich finde die Felgen chicky-chick. Warum machen so alle auf einer Seite Kuh und auf andere Seite einfach Farbe? Bei Müll sein, oder? Ja. Eine Seite Kuh. Alter, das sind coole Felgen, Alter. Was ist das für ein Auto? Das VSTR, glaube ich. Aber guck dir mal die Felgen an. Hm. Alter, ui. Guck dir mal das Nummernschild an. Oh mein Gott.
it's only a game. Why you have to be mad? Okay. Da ist das Spiel mal eben kurz weggecrashed. Ich glaube, Unity hat momentan sehr viele Probleme. Masi, danke schön für den Prime im zweiten. Idwin, danke für den Wies am 25. Komm her, du geile Sau, lass uns küssen und das mit Zunge. Nein, das ist verboten. 30k. It's only a game. Why you have to ja, mir kommt das auch so vor, als werden die FPS einfach mal fast halbiert. Da stimmt irgendwas nicht. Bye, have a good time. Torobsen, danke schön für den Prime im 22. Und Wait Post, danke schön für den Prime 7. Merci. Das müsste man auf jeden Fall sich angucken und fixen, weil das nervt sehr. Ich war Mr. Homestead mit Mac und alles gern bei Bruder, das war aber nicht Homestead, das war Dirty Gaming. Ja, ja, du kleiner Lügner, du. Die MLOs fressen keine Leistung, das ist irgendwas anderes. Ich glaube, das ist seitdem die Felgen drin sind. Oh mein Gott, jetzt ist der Server voll. Privet, Genossen. Ich bin's, Bloody Blast. Hallo, Marions. Ich bin Joris Bruder, Bret. Gib mir sie mich, Joris, fress deinen Kopf. Dabei. Ich glaube, ich könnte Russisch spielen. Oh. Oh, okay. Oh. Homestead war oben bei den Hoovers, ja. Dirty Gaming war da mit den Rednecks. Drei. Wo spielst du? Auf Homestead? Du bleibst in Rockford Blasblitz über der Vodka. Ja, ich glaube, das war's für heute mit RP. Obwohl, es gibt ja Crashes, ne? Boah, das hatte ich ja noch nie. Hab ich da einen Kühlschrank gehört, der sich geöffnet hat? Für 2500 Kanalpunkte könnt ihr gerne den Kühlschrank öffnen. Boah, das T-Shirt ist mega sexy. Okay, einmal hätte gereicht, aber ist okay, wenn ihr eure Punkte verschwenden wollt. Wir gehen jetzt shoppen, Blit. Oh, da ist der Kuschikuschladen. Das ist übrigens mein neuer RP-Server. Du musst ja nicht alles ausgeben, Jay. Was soll man sonst noch mit dem Punkt machen, der Herr? Es gibt so eine Funktion, damit kann man den Stream boosten. Aber das schaltet sich automatisch frei. Dexus hat das ab und zu mal. Ich habe das noch nicht einmal bei mir gesehen. Ich sehe einfach original aus wie Yuri. Oder wie ein russischer Charakter. Und die Adidas-Hose trägt dazu auch sehr krass bei. Bliert. Ich weiß, ich glaube, das schaltet sich von alleine frei. Wilde Schuhe, dankeschön. Hatte man nicht auch Schachbrettschuhe auf GTA Live? Weil der Dings damals zu faul war, eine Textur dafür so reinzumachen? Doch, hatte man. GTA Live hatte man Schachbrettschuhe. Du hast 400k... Boah, wie viele Punkte habt ihr? Du hast 400.000 Kanalpunkte.
Juri hat bei Charakterstellen direkt Enter gedrückt. 3. Lüg nicht. Wer hat hier die meisten Kanalpunkte? Ach, es kann, weil ich jede Wette verliere, dann setzt du immer auf das falsche Pferd. Oh, 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 oh. Bleed. Ihr dürft meine Einlogdaten nicht sehen, sonst kommen die Hackermans. Hallo? Ja, bitte? Wo seid ihr? Ja, ich bin gerade mit Philly kurz gucken nach dem Abschlepper. Tür ist auf. Hey. Ja, Tür ist auf, wir waren gerade schon drin. Ich hab aber schon alles. Boah, ich hab ihnen nicht zugehört mehr. Komm. Ui. Ui. Schlange! Wo ist denn Juri? Schlange. Juri ist drinne. Oh, Bibi Graffe. Oh, das ist unser Revolver, mit dem wir Bretter verteilen. Boah. Oh, Fischi, Fischi. Das sind, das Teddy. Von Mr. Bean. Das Teddy im Aquarium. Oh. Ich hab Teddy gefunden. Teddy? Teddy. Oh. Der ist in der Halle im Aquarium, der ist am Tauchen. Ui. Da. Teddy. Teddy. Oh, Pische. Ich muss sofort Mr. Bean sagen. Können wir die Schlange Schmör nennen? Oh, oh, da liegt doch schon einer. Ja, ich hab Young kurz verprügelt. Ich hab den Ring eingeweiht. Was ist? Was ist der Bowie? Nee, nee. Bowie. Was war die jetzt? Boah, du schlecht launen, ne? Kannst du einen holen? Warum? Das ist neue Haarfarbe. Hier drin ist das da sehr angenehm. Boah, das ist echt angenehm hier. Ich hab grad keinen Medic. Können wir die Schlange Schmör nennen? Habt ihr das Accessoire gesehen mit der Pistole, mit dem wir Bretter verteilt haben schon? Nee, wo denn? Im Büro. Wo? Komm mal, du, komm, zeig dir. Das ist unsere Knarre, mit der wir Bretter verteilt haben. Wie heißt die Schlange? Weiß noch Anaconda. Nicht. Anaconda. Ja. Kann Opa Willy herkommen, sich das anschauen jetzt schon? Oder noch nicht? Noch nicht. Noch nicht, Opa Willy. Ist noch nicht unser, müssen noch zahlen. Ich hab dir die dem Kies geklaut. Damit haben wir Bretter verteilt. Eingeschossen. Das ist die Knarre vom Hase. Damit konnte er um die Ecke schießen. Boah. Hat der Marek die Installation gemacht, Dui? Ja. Ich habe ein bisschen recycelt, die Kabel so. Ja, muss halt, ne? Viel zu tun. Hast du eine Midlife-Crisis? Nein, warum? Weil du siehst aus wie ein Eichhörnchen. Viel, viel umhergereist im Moment. Boah, das sieht mega gut aus. Oh ja. Ja, das kann alles dir gehören. Ja, wir zahlen gleich. Oder Rose kaufen? Boah, was ist das für eine Lampe? Die gefällt mir. Keine. Gratis Eintrittskarte. Zufluss und all die. Ja. Halt, bin ich. Da bin ich auch. Pff.
Boah, es sieht so gut aus. Raus mit dem Fahrrad hier! Warte, nein, da ist Fahrradstell da drin. Da kann man Fahrräder abstellen. Ich hab Teddy gefunden, da ist Teddy. Das ist Teddy. Wir haben ein Problem. Das ist Teddy. Wir haben ein Problem, wenn das der Bean sieht. Ich habe dem das schon gezeigt. Boah, das sind unsere Goldfisch. Mila. Ja, aber wenn der Bean das sieht, dann ist vorbei. Mila. Hol mal Magnet und Mrs. Bubbles und tu die Aquarium rein. Hab ich doch schon. Hast du schon? Und guck mal, da ist eine Mikosch. Wie heißt der? Mikosch. Mila und Mikosch. Mila Kosch. Was? Nein, ja, Mikosch. Ja. Also Mila Kosch. Mikosch. Wir haben Mila Kosch. Ja. Mila ja, okay. Kosch. Ja. Ja. Du fühlst es sehen. Ja. Ja, das ist im Griff. Mach dann einfach die Türen so und fertig. Boah, sieht so gut aus, ne? Warum wundert mich das nicht? Warum wundert mich das nicht, dass die sich jetzt hier sofort gegenseitig in die Fresse hauen, Alter? Ist das cool, was? Oder? Nee, lass mich bitte rein. Ist das cool oder weird oder was? Guck mal, da liegt schon ein Lutscher. Ja, die rechte Tür ist offen, die sind ja nicht. Und überleg mal, das Bett voll und alle da liegt machen Nächste. Ärger. Oh, bin ich drin. Ui. Guck mal, Juri, die testen schon deinen Käfig. Und der Nächste liegt. Wow. Jung, ich hab zwei Leute gelegt. Will noch jemand? Komm. Oh. Nö, ich will nur gucken. Achso. Komm auch rein zum Gucken. Nicht kämpfen. Ich bin schon am Humpeln mit den Schauern. Cool. Boah, guckt euch das Logo an. Oh, Memo, das sieht wild aus. Boah. Könnt ihr rausgehen? Ich werde ja meinen Kampf gegen Garchu vollende machen. Was? Oha. Das ist voll unfair jetzt. Die Sphäre ist halt übel geil mit den Lichtern. Boah, das sieht so gut aus. Ich hab gerade drei Leute gelegt. Ja, ja. Ah, oh, ich hab sogar Wodka hier. Wer will was trinken? Ja, ich nehme einen Wodka. Okay, hier einmal Wodka. Boah, du kannst das als Gutes mit Ursache verschandulieren hier. Warum das denn? Das ist Billigwodka. Oh, Telefon. Das ist von Tschernachkow. Na, privat. Oh, Mila ist am Pumpen. Mila ist am Pumpen. Das ist richtig cool hier. Bist du am Pumpen? Ja. Steig nicht nochmal. Hier kann sich Schwabbel draufsetzen. Oh, Bildertisch. Ein Fahrradständer. Das ist voll cool, oder? Die können wir Fahrrad abstellen. Ja. Und fällt euch? Sehr cool, sehr cool. Oh, die haben einen Tisch aus Mil und mir gemacht. Die machen ja. Liebe. Sechs Pommes. Alles klar, bis gleich. Boah, da haben deine Arbeit aber gut gemacht. Ja, gleich kommt die Frau Donner vorbei, die bringt auch ein paar E-Bus mit. Der muss ja getestet werden, ne? Scheint gut zu sein. Sieht sehr funktionabel aus. Wie weißt du noch, wie viel Geld du noch bekommst? Ich meine knapp 1,5 so rum. Da müssen wir auf einen Lutscher warten. Irgendein hat Kohle hier. Sieht auf jeden Fall richtig gut aus, Uri.
Ich hoffe, das ist so, wie ich euch das vorgestellt habe. Ja, du hast auf jeden Fall den alten Flair vom Theater drin gelassen noch. Ja, und da. Da haben wir das Problem, der Herr. Hattest du auch an diese eine Sache gedacht, was ich vorhatte noch? Selbstverständlich. Ist das schon fertig? Du musst noch ein paar Sachen organisieren dafür. Willst du mir zeigen? So auf Geheimnis? Ich glaube, dann sollten wir das machen, wenn nicht so viele Leute hier rumlaufen. Was? Wir schließen die einfach ein. Hast du einen Schlüssel bei? Ja, aber für die Türen gibt es kein Schloss. Für das da? Für die vor uns gibt es leider kein Schloss, für die Doppeltür hier. Wir können mal gucken, ob jemand ist. Wo müssen wir überhaupt hin? Na, Büro. Warte, da kommt niemand. Oh no. Ui. Humo. Das ist falsch, einmal dahin. Hört es? Ja. Ich glaube, wir sollten die alle mal so ein bisschen... Da hinten ist so eine schöne Wand, ne? Ja, warte. Hier ist eine Schlange, Junge. Geht in die Halle. Ui. Ah, hallo, Curtis. Asozial. Oh. Hey. Hey, Kurt, was soll das? Raus aus meinem Büro! Das ist mein Büro jetzt. Raus hier! Nein. Was hast du hier so alles hinterlegt, sag mal? Und lass die Finger von den Unterlagen. Du kannst eh nicht lesen. Boah, Digga, was riecht hier so nach Ort, Junge? Die hat jetzt ihr eigenes Büro. Oh, Bruder, du bist so dumm. Hast du denn gekifft, Alter? Das ist eine Metafalle, du Idiot, ne? Boah, ist der dumm, Alter. Die Lampe ist auf jeden Fall wild auf dem Tisch. Du bist einfach der dümmste Mensch, den ich je getroffen habe. Hier so. Geh einfach raus. Oh, was ist das denn ist eine ehrlich gemeinte Frage, Digga. JB, siehst du das hier auch? Was denn? Ist ein freier Prime, der hier rumliegt. Was liegt hier rum? Ein freier Prime liegt hier rum, guck mal. Ach, Digga. Setz du chillen. Du bist der Chef. Nein, nichts, da ist nichts, Chef hier. Das ist dein Laden hier. Aber warte, wir können mal anders machen. Nee, wir bleiben jetzt hier. Da hörst du schon mal ein. Oh, der guckt so aggressiv. Aber wir haben ihn nicht bezahlt. Ja. Mein Gott, zahlt ihr halt gleich oder so. Ui. Ui, coole Lampe. Boah, wie krieg ich den Scheiß denn da rein? Bist du sicher, dass der hier passt? Ja, ich glaube, der passt hier auf diese Türen, glaube ich, die waren zu alt für Schlösser. Okay. Wirklich eine Giraffe. Ja, das ist meine Giraffe, Mikosch. Mikosch? Boah, hier sind so viele Leute. Mila und Mikosch. Aber dir geht's hier drin besser wie draußen. Das stimmt, hier richtig angenehm drin. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass es mir so gut geht hier drin. Ja, sag mal danke für die Babygiraffe. Danke für die Babygiraffe, Curtis. Warum Juri? Warum mir? Du hast das anbringen lassen. Danke, ja, anbringen, Juri. Aber ich hab das nicht besorgt. Du hast umarmen den, pack den Marsch, Mila. Hm? Umarmen den, pack den Marsch. Okay, dankeschön. Okay. Boah, zieh mal die Plank ab, ich weiß nicht, wer ihr seid. Ach komm, Mann, Kopf zu. Wo ist der Onkel? Wir brauchen auf jeden Fall gleich Kohle, wir müssen zahlen. Ja. Wie viel? Geld. Weiß nicht, 1,5 oder so. Ich hab 2 Dollar. Das boah, ist ein bisschen schön, zu wenig. Reichen Bonbon. Ja, aber Curtis zahlt. Aber nur ein bisschen zu wenig. Warte mal. Finn. Okay, wir nehmen sie ihre 2 Dollar. Finn. Ja. Kannst du mal dafür sorgen, dass die Leute in die Halle gehen und nicht hier rumrennen? Was ist das? Was ist das auf dem Boden? Leo, mach du Türsteher hier und ich mach Türsteher in der Halle. So verstanden, Chef. Ich hab keine Ahnung, wie man Türen abschließt. Könnt ihr jetzt bitte in die Halle gehen? Welche? Dann die! Waren wir doch schon. Aber ihr sollt zu den anderen gehen. Lag schon im Schmutz. Boah, wie in einem Kindergarten. Ja, ist doch nichts Neues, oder? Wo müssen wir hin? Ja, Büro. Ach so.
So, und jetzt siehst du mal an dem dritten Aktenordner oben rechts. Ui! Wo? An dem dritten Aktenordner oben rechts am Schrank. Am welchem denn? Nein, an dem Mann. Genau. Den da. Da. Was soll ich denn da ziehen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da. Ja, zum Glück. Ich geh kurz rein. Da. Boah, dieser Tisch, ne? Guckt euch mal den Heat-Effekt an, weil das hier so warm ist. Junge, das wird einfach ein Grow-Room. Nur zur Zierde natürlich, ne? Da kannst du kein Cannabis und so abmachen. Ist einfach nur wirklich Zierde. Puh. Sogar mit LEDs. Hier kannst du halt auch Leute verstecken, die irgendwie Schutz brauchen oder so. Oder jemanden gefangen nehmen. Ja, na klar, für Tomaten. Tomaten, Gurken, alles. Na. Mach schnell! Was denn? Wir haben schon aufgehalten, die Menschen, aber die wollen raus. Ein paar auf jeden Fall. Mach schnell. Okay. Weißt du nicht, was du machst, aber mach schnell. Okay. Da. Ist die Luft rein? Warte. Da. Alter, Bluri. Was zum Teufel? Das ist mega warm da drin. Ja. Du wolltest warm haben. Oh mein Gott. Da müssen wir Sachen besorgen. Ei. Das wird niemals im Wind erfahren. Das ist auch luftdicht, ne? Ja. Davon bekommst du nichts mit. Gar nichts. Ui. Ich bin sprachlos, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, ich auch nicht. Aber deine Arbeiter halten auch still, ne? Ja, selbstverständlich. Hier, vor allem dieser Marek. Der hat ja, nämlich ein paar Mal in Bierflaschen umgeworfen. Ja, die kriegen genug Wodka und dann passt das alles. Boah. Die sind dann immer sehr, ja, das passt dann. Okay, man kann Pfohlen abschließen und hier. Ja, richtig. Doch. Ja, sollte ausreichend sein, denke ich mal. Habe schon mit Cody gequatscht, der ist auch mega zufrieden. Warst du schon drin? Ne, ich musste gleich noch, wollte erst zu euch rüber, aber ich gesehen habe, du hast angerufen. Und gleich noch zu ihm rüber. Du musst mal die Summe sagen, ich organisiere das Geld dann. Ja, keine Ahnung, mach 1,5 und dann passt das schon so. Weil der Onkel hat das Geld, aber der ist nicht da. Aber wir kratzen das zusammen. Ja, hallo? Kannst du das Geld organisieren? Wir brauchen 1,5 Millionen. Ja. Irgendeiner meinte vorhin, der hat fast 1 Million. Und der andere hatte 800.000. Ja, okay, ich frag rum. Frag mal rum, bitte. 1,5? Ja. Okay. Okay, Geld kommt. Ja, ich glaube nicht, dass ihr euch jetzt, Ich habe immerhin noch 16 Schlüssel für hier. Du hast 16 Schlüssel? Ja. Wie viel bekommen wir? 16. Wir bekommen 16 Schlüssel. Ja, du hast gesagt, du brauchst so viele. Brauchen wir 16 Schlüssel? Ich habe keine Ahnung. Ich kann auch jetzt notfalls bei mir lagern. Wenn ihr braucht, sag ich muss ich mit Johnny quatschen. Weißt du denn, wo wir die Schlüssel vom Hotel bekommen? Ich habe gehört hier, Dings, gerade einer hat schon die 17 Schlüssel bekommen. Hat schon einer bekommen? Ja, ich weiß den Namen nicht. Das war heute mit dabei. Ja, genau, richtig.
Ich glaube, der hat mir das sogar erzählt, aber ich habe nicht zugehört. Telefoniert. Ja, das kenne ich, das Problem. Ja, ich frage den Johnny, wie viel Schlüssel wir brauchen. Ist immer gut, wenn wir Satz haben irgendwo. Ja, notfalls, wie gesagt, ich kann auch bei mir lagern, falls ihr braucht. Sagt Bescheid, bringe ich euch über. Nicht, dass einer irgendwie die Schlüssel wegnimmt oder so. Glaube ich zwar ja weniger, aber man weiß ja nie. Komm, wir gehen mal zu Cordis rüber. Na. Aber ganze Leistung. Das ist mega fresh. Soll ich die einschließen? Jetzt rufst du Kopf, dann ist eingebrochen. Warte, warte, da kommt mit einer. Der wird bestimmt da reinlaufen. Oh, der lass mal gucken. Da, ich bin gerade, ich sehe dein Auto schon. Ich bin auf Parkplatz. Ja, ich sehe dein Auto schon. Ach, schön. Was geht ab? Hast du die eingesperrt? Ja. Hey, das kommt. Wer sitzt denn da drin alles jetzt? Alle? Ja. Okay, Max holt das Geld, John holt das Geld. Nur die, ja. Wir machen das per Beweisung, ne? Also mit Kartenzahlung. Achso. Sag mal dem Max bitte, der soll das aus dem Konto. Ja, sag das zu John, der läuft John. Direkt rechts zu dir. Ja. Bist du noch am Telefon? Nee, nicht mehr. Hast du Max telefoniert? Ja, der kommt aber jetzt eben her. Ja, bitte, Telefonzentrale. Bring nicht das Bargeld her, ne? Tu das aufs Konto, bezahl mit Karte. Okay. Ja, mach. Ja. Lala. Ich bin noch nicht mal losgefahren. Okay. Okay. Hast du die Schlüssel für die Hotelzimmer? Ja, 17 Stück. Also eins für mich und 16 für die Leute, die wohnen. Warst du schon gucken? Ja, wir waren gerade da. Ja, ich will gleich auch gucken, ne? Aber es ist schon ein bisschen leer. So ja, da wohnt doch nur keiner. Ich weiß. Das sind normale Hotelzimmer. Ja. Dann gucken wir selber gleich mal. Bis gleich. Ja, wir können doch alle gucken. Komm, wir gehen Cordis hin. Okay. Hallo. Ja, mal gucken, ob der DP angenommen wird mit dem Fight Club-Ding da. Auch wenn wir Stress haben mit Anglern manchmal so. Ich glaube, das sollte einfach komplett so bei solchen Events neutraler Boden sein. Oder vielleicht kann man auch irgendwelche Dings, im Ring klären, anstatt zu schießen. Das wäre auch mal eine Idee. Anstatt irgendwelche Gangkriege oder so da einfach im Ring. One on one. Hey. Hallo. Ah. Nee. Hallo. Okay, mit Anlauf. Warte, Cody kommt schon. Dummkopf. Dürfen wir auch rein, Cody? Ich wollte mit Anlauf reinkommen. Warst du schon drin, Mila? Nee, wow. Boah, das riecht ein Logo, ne? Boah, das riecht ja voll neu hier drin. Mhm. Kann ich noch finden. Ja, das sieht sich jetzt. Das hat sich jetzt geändert. Langsam. Willkommen. Komm, ich mag nicht den Platz gehen. Hallo. Hallo. So ein Riesenladen und alle sitzen sie vor den zwei Sofas. Das ist halt bequem. Ja, kann man nicht weit zum Bestellen. Kampfzieg ist alles drin. Ich glaube, ich gehe euch mal langsam rüber. Worüber? Zu euch rüber. Soll ich den Weg zeigen? Gerne. Der okay. Kollege hat schon gerade gesagt, es sind so viele Verletzte. Ich bin nebenan. Ich komme euch dazu. Oh Mann. Habt ihr eure Dings jetzt auch bekommen? Jetzt hat der nicht schon mit abgeschlossen, ne? Ich muss hier raus. Bevor du nochmal laufen musst. Kommst du mit, Mila? Die Schlüssel habe ich leider nicht. Wieso kurz quatsch du nur mit dem? Louis? Was? Ist einer von habt, euch ihr so, vor? Habt ihr nur so kurz gequatscht jetzt? Ja, keine Ahnung. Du bist beschäftigt da irgendwie. Das kann ja was werden. Cool, das ist übrigens auf dem Weg. Wer ist auf dem Weg? Das Geld. Ach so, ja, immer mit der Ruhe.
Was hat dein Freundin? Okay. Okay. Herzlich willkommen im alten Theater. Cool. Das sind unsere Fische. Und da unten ist Teddy von Mr. Bean. Teddy? Ach, da ist Teddy hingekommen. Das ist Miss Bubbles und das Magnet. Da habe ich das gerne Miss Bubbles, genau. Hatte ich noch einen? Wie hieß er noch? Da, oh mein Gott. Ah, kann man mal machen. Ja, da sind ein paar verletzte Leute drin. Ich hab schon gesagt, mit einer Kante E-Bus kommst du nicht weiter. Da müsstest du einen Defibrillator reinschmeißen, Alter. Aber das ist eine genau richtige Größe. Ja, perfekt. Dann gehen die Kämpfe auch nicht so lange. Und zack, den nächsten. Ist dir noch was aufgefallen hier drin? Der Enkel ist da. Hör mal. Hör mal, ich muss mal bezahlen. Ich höre nichts. Hör mal, was du hier hörst. Gar nichts höre ich. Da. Der absolute, komplett isoliert. Und ja, Enkel, was sagst du? Gar nichts. Wenn ich draußen rumstehst, was dann? Das ist super. Die Jungs haben aber eine gute Arbeit geleistet. Ja. Auch die Sitzecke, ne? Bombig. Ja, ich hab da einen Tisch machen lassen von dir und Mila. Ja, haben wir schon gesehen. Geil. Siehst du, Mila, sag ich doch, der Tisch ist von uns. Das sind wir beide. Geil. Die hat uns fotografiert, als wir auf dem Berg waren. Also sowas. Ich was weiß gar nicht, was ich dazu sagen will. Aktuell. Was? Was? Können wir jetzt vielleicht mal Pause machen kurz? Aktuell habt ihr Einschlüsse, wenn ihr bezahlt habt, könnt ihr nur 16 weitere kommen. Ja, dann der Önke hätte gerne die Rechnung. Du bezahlst jetzt, ja? Juni, willst du Anschlüsse haben? Wir müssen aufpassen damit, ne? Ich würde sagen, Önke kriegt alle und der verteilt. Ich kann auch nur fast, wie gesagt, ich kann auch Schlüssel bei mir lagern. Das ich ist bin kein Problem. Fan also. Davon, dass jeder einen Schlüssel hat, ne? Warum? Weil die Leute lassen einfach auf. Und vergessen das. Ja, wie gesagt, Önke nimmt erstmal alle und wenn dann... Wenn die Koppers einen durchsuchen, nehmen die den Schlüssel ab. Ja, wir können 10 aber Stück das Hausfriedensbruch, wenn die welche rausnehmen. Dann lass doch einfach, 10 Stück nehmen. Ja, das schon. Wer kriegt die dann hier? Juni. Ich nehme einfach 10 Stück. Und kannst die anderen 6 behalten dann? Ja, kein Problem. Wenn er mal fehlen sollte, einfach Bescheid sagen. Und nur damit auch du hier reinkommst, Juri. Das Ding ist, dann bekommt jeder Zweite, sag ich mal, ein. Weißt du, was ich meine? Ich warte darauf, dass wir Geld doch, von der Villa kriegen. Dann ist das doch fein, oder nicht? Und dann werden wir uns ein Flugobjekt besorgen und dann sind wir hier weg. Ach du Heiliger. Habt ihr schon Piloten? Ich kann gut fliegen. Glück, dass ich schon Wechselklamotten mit habe. Ich sag doch einfach, das reicht nicht dafür. Ich hab schon Schlüssel. Hast du schon? Ja, ich hab einen. Krieg ich auch rein? Du hast schon einen. Ja, wir haben 16 Schlüssel und einen Dings. Also, den hab ich bekommen. Okay, dann bekommt der Max jetzt noch einen. Oha, Mashallah, Kuss. Aber gib keinen Idioten, so weiß ich nicht. Natürlich. Entscheid du einfach, wenn du gehen willst. Kann mich jemand aufheben? Ach so. Die Wand da hinten. Habt ihr schon alles hier durchgeguckt? Ja, ich zeig euch nachher mal was. Hier. Mann, ja, auf Pisten. Wer quatscht denn da? Hilfe! Was ist mit euch? I'm stuck in the Octagon. Wo? Komm mit. Wo? Komm her. Nein. Oh mein Gott. Hallo. Dankeschön. Leute. Warte mal, liegt rechts mein Auge drinne? Ja, klar. Oh, hier liegt jeder drinne. Ich sehe ein Gesicht. Aua. Ich habe Royal Rumble 2 Runden überlebt, Junge. Pech, schlag mich doller. Was? Billy, geh mal zum Enke. Danke. Warte, machst du gegen den Schlüssel holen? Ey, sag mal, können wir hier heute was, mal was? Raus? Geh mir mal einen Schlüssel holen von hier. Ach so, ja. Boah, der arme Gefühl. Wie lange bockt ihr euch? Was seid ihr? Ja, kommt doch mal raus aus dem Chat. Nein!
Jetzt halt auf zu kämpfen, Mann. Du bist im Kindergarten. Ja. Ach, darf ich jetzt? Ah, wer weiß. Du musst halt rüberklettern, ne? Wir haben kein Tor. Ach, mach nichts. Flick, flack, overduck. Die nimmt Anlauf und dann drüber da. Ich mag euch städtisch hier. Warte mal. Halt auf euch zu boxen hier! Nur im Ring! Also mit euch kann man reden. Ja, die Stehtische sind. Boah, das sieht so sexy aus. Der erste ist der wichtigste. Wollte ich nur mal anmerken. Also ihr könnt draußen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Juri. Hast du Geld bekommen? Ja. Hier draußen wird sich nicht geprügelt! Ja, geht nächste Baustelle ist dann vorne die Schwabbelbar oder wie war das hier? Schwabbelbar. Ja. Aber hättest du das für eine gute Idee, wenn man weiterbaut? Junge, so. Junge, Junge. Nicht, dass das irgendwann einsackt alles. Ne? Nein, nein, das liegt. Muss hier überall Leichen liegen. Da haben andere Bauarbeiter, haben da irgendwie, weiß nicht, Schaufel mit, keine Ahnung. Planierbraufe vertauscht oder so, ich hab keine Ahnung. Hört euch doch mal auf zu boxen außerhalb des Rings. Die hässlichen Kinder. Ja. Hey, hier wird nicht beleidigt. Das ist fluchfreie Zone. Dann kümmer Zone. Du dich drum, du bist ja der Security Man. Wirklich? Ja. Boah. Ich dachte, jetzt kommen $500 in die Beleidigungsdose. Boah. Weißt du, du hast weg aus dem Ring und die boxen sich außerhalb davon. Eckart hat gefragt. Was? Jetzt weißt du, warum ich das noch baue und nicht selber fertig ja. oder so. Ihr beide seid Security jetzt. Juni. Need a medic. Ja. Die sollen aufhören, sich zu boxen. Sag mal, was sagt er denn doch? Da hab ich aber die hören nicht. Die hebt doch bis morgen auf, Mann. Hey! Hört auf jetzt euch zu boxen. Mal eben kurz Pause jetzt hier. So, wo ist das Problem? Da, der hat schon wieder gehauen. Wer? Danju. Wo? Oh. Los, Geiselname, mach ihn weg hier. Es ist Montag. Hier ist bald bestimmt Geiselname. Weißt du, dass da Stühle sind? Mhm. Musst du nachher aber nur was zeigen, ne? TK, komm mal her. Sein? TK, komm mal her. Einer. Das ist ein Schlüssel von mir, den bekommt nur jeder Zweite. Okay, ich hab nichts gemacht, ich war gut nicht. Drauf. Okay. Verlier den schon nicht. Scheiße, wo ist der Schlüssel? Alles im Griff. Ich muss mich jetzt anstellen, ich muss jetzt verarztet werden. Ich hab alle zersägt im Ort. Octagon. Juni, hast du schon Cordis gesehen? Genieß es. Nee, ich geh rüber. Boah, das sieht so gut aus. Ach, das Aussehen ist eigentlich, ja, Nebensache, so. Und es fühlt sich auch sehr gut an hier drin. Nur draußen nicht. Ja, das finde ich noch am besten hier dann. Da bist du auf jeden Fall eingeladen zum ersten Kampf hier. Wenn die Holzköpfe sich schön lang schlagen. Erster Kampf gegen wen? Ich glaube, jeder schickt seinen Kämpfer. Wir laden Leute ein. Ja. Du kannst Slava schicken. Nein. Warum? Der ist kein nur mit Baseballschläger. Können wir auch machen? Mit Waffen? Weil dann müssen wir wieder einfliegen hier extra. Da guck dir die mal an, da sind überall so eine Couch, Sessel und die stehen trotzdem im Kreis. Ja, das ist Macht der Gewohnheit. Das ist wie so ein Herd, wenn jetzt ein Löwe kommen würde und die pirschen. Wie so kleine Rehkitze. Ja, das ist so ein Rudelverhalten, ne? Steht der Wolf auf, geht das ganze Rudel hinterher. Welche grüne Rakete, hallo? Chat, was ist los mit euch? Warum wird geweint? Ich war der Erste. Ich war der los. Erste. Na, jetzt alle. Ich war der Erste. Ah. Ah, das ist so schön, wenn du hier drin bist und du hörst einfach nichts. Boah, du bekommst nichts mit. Kein Rumgehupe, kein scheiß Sirenen. Keiner wirft eine Katze oder eine Glasflasche. Was, eine Katze? Oh, ja, manchmal wirft ja eine Katze rum. Guck mal, was ist das für ein Druck? Guck dir das an, guck. Ja, der Lightwolf geht vor und dann rein. Wir fahren erstmal Hotel, ne, gucken. Ja, ich will auch gucken, Mila wollte auch gucken. Ja, komm mit. Wer will ja, dann gucken? Lass das doch gleich machen, oder?
Lass gleich sehr, machen. Sehr coole Halle, Juri. Du warst so schon da? Sehr gut gemacht. Ich war vorhin schon irgendwann da gewesen. Ich habe auch gleich noch, ja, 200 andere Termine, aber ich finde das hier gerade sehr angenehm. Hast du neue Frise, Juri? Mhm. Ah, ich weiß auch nicht, was das ist. Ist jetzt wieder jung. Nein, die Zeit ist vorbei. Das war mal. Juri. Da. Du hast doch mal vor einiger Zeit nach einer Information gefragt, ne? Ansonsten kriegst du ein Brett. Welcher? Affe. Das war ein Spiel irgendwie. Achso, das mit dem Krankenhaus. Ey, Giffy, ne? Jetzt gerade krieg ich hier gar keinen Brett. Jack? Wegen dem Krankenhaus-Ding. Nein. Da, richtig, ja. Es haben Leute beobachtet, wie einer von Keats. Also, man weiß, ich weiß jetzt nicht genau nochmal wer, ich glaube der Jan sich mit der Asha unterhalten hat. Ja, die hängt ja auch da bei denen irgendwie mit drin. Die ist irgendwie irgendwas mit der Dingens da, mit der. Aber alle stecken in der drin, ich habe keine Ahnung. Und kurz darauf ist da passiert. Und was hast du gerade gesagt? Pass auf. Im Krankenhaus selber munkelt man, dass das entweder Kiez oder BOM ist. Also was Verdacht liegt halt momentan mehr als halt also für Kiez so, ne? Weil die sich irgendwie ewig lange da unterhalten haben und dann geht der eine raus vom Kiez und dann passiert das, dass irgendjemand da entführt wird. Habt ihr dem Juri da schon mit dem Villa gesagt? Hey, bin jetzt gerade hier. Also, ey, Johnny. Ja. Ich wollte jetzt mal so ein bisschen einreden lassen. War voll Ticker, stolz wir reden mich. Hier gerade. Ruhe. Aui. Juri, der Typ von der Villa hat mich gestern angerufen oder vorgestern, dieser Brian. Naja. Weil sein Vorverkaufsrecht läuft ja jetzt in 3 Tagen, glaube ich, ab. Ja, aber da haben sie irgendwelche Russen niedergelassen. Ja, ist doch scheißegal, solange ihr Vorkaufsrecht hat. Die haben gestern schon rausgeworfen. Okay, ja, er hat irgendwie versucht, es zu erreichen. Ja, ich war viel unterwegs und musste viel rumreisen. Ja, aber wenn er das noch hat, dann soll er es übertragen. Aber das war erst ein Rookie. Kann er ja irgendwie. Kann er nicht. Kann er noch nicht mehr da. Ah, da muss ich Friedhof gleich noch anrufen. Ja, es sind irgendwie noch 2 Gebäude und irgendwie hat einer auch noch Vorverkaufsrecht. Ja, es haben 2 Leute Vorverkaufsrecht. Ja, aber einer ist permanent. Ja. Vom Boden verschwunden. Max, lass mal eben kurz hin. Der hat, wohin? Der hat ein One-Way-Ticket besorgt. Wo geht der hin? Zum Penner. Also mal gucken, ob Friedhof da ist. Aber der denkt auf jeden Fall dran, was läuft da jetzt. Warum sollte er auch da sein? Boah, ist echt so ruhig hier, ne? Kein Gruppe, nix. Das ist die Ruhe vor dem Sturm, weißt du? Freue mich schon, wenn ich in welche reingepusht komme. Mit SMG im Einschlag? Eigentlich hätten wir so einen Sniper-Tour mehr machen müssen noch. Ich sag dir, wie es ist. Ich habe den Schlüssel eben ausprobiert, ne? Ich finde das Schlüssel doch nicht dazu. Warum? Das wird eine teure Rechnung. Ich weiß es nicht. Das ist dieser E-förmige Schlüssel. Achso. Teure Rechnung? Mach einfach doppelte Preis. Den musst du benutzen. Ah, gut. Warte, das waren 10, 12, 28, also 56.000. Was? Ja, 56.000 aber vorher erst mal alle eintragen, ne? Ja, gesagt doppelt. Warte mal, du hast gerade 56.000 Euro verdient. Noch nicht, ihr habt noch nicht bezahlt. Ihr habt noch nicht bezahlt. Oh, ich muss dann los. Lauf schnell, Juri. Nein, alles gut. Mensch, das. Boah, es ist so ruhig hier. Das ist irgendwie unangenehm. Ich kann die Lüfter durch mein Headset hören. okay, das. Ja. Ihr solltet euch vielleicht ein Auto fertig machen mit Emos. Oder Kühlpacks irgendwas. Eins? Mach direkt Bounder fertig. Können wir uns hier nicht eine Apotheke hinstellen? Warte mal, wie gut ist das? Gibt es einen Massenrabatt, wenn ich da, keine Ahnung, so 500 Emos brauche? Wer sagt, dass sie Medikamente verkaufen? Die Klotür klemmt, vielleicht, ne? Gibt ja einen Massenrabatt irgendwie. Die Klotür klemmt nicht. Ich glaube, wir haben keine Toiletten hier. Ach so. Bei der Fire Exit steht. Ich dachte, da musste ich ein bisschen was löschen. Wir haben draußen Toiletten im Park. Ach so. Und bei Codys. Und bei Cody. Ich wollte meinen Tripper verteilen. Okay, dann gehe ich bei Codys verteilen.
Boah, aber das ist auf jeden Fall richtig fett geworden, Juri. Sag ich, ich hoffe, das passt alles so. Ich hab schon so einen kleinen Ständer. Den hast also du immer klein. Heißt, der ist halt immer klein, ja. Aber der gibt grad alles. Warum ist Nessie wieder da? Komm her, Bitty. Warum ist der jetzt so eingetragen? Bitte was? Nee, ich gucke bei uns gerade im Dienst gerade, wer ist da ist. Tschüss! Mila, warum versteckst du dich hinter Jack? Okay. Oh, Friedhof ist doch da. Was? Warum versteckst du dich hinter Jack? Hast du Angst vor der Medizinfrau? Privet, Herr Fried. Beißt die? Mm-mm. Beiß nicht. Ich hab Angst. Wie heißt du? Dungeon, weg von der Küche! Du scheiß Schnurrer! Verdammt, ich dachte, hier ist eine Trap House Kitchen. Fuck. Was hast du gefragt? Die Frau Medizinerin heißt. Was? Entschuldigung, ich hab grad Funk gehabt dazu gehört. Hat mir gerade in mein Ohr reinschreien gefühlt. Hallo Schmitzi, die sagt kein Hallo, aber die anderen pennen sind hier. Immer, Wo's jeden Blitz? Tag. Den Spruch hab ich lange nicht mehr gehört. Ich bin die Frau. Kreativ. Ja, ne? Warte, wie war der Name? Ich weiß Donner. 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 Donner, Teller. Weißt du noch, Jack, als Donner. Du hier den Hund angeschossen hast? Sie hat sich um den Hund Weißt gekümmert. Du das noch? Das war die Tierärztin, die den Hund geholfen hat. Wahrscheinlich kennenzulernen. Na, verpiss dich lieber. Was, Mila, sollen wir jetzt boxen? Willst du ein Brett? Ich kann doch nicht. Wobei, gegen dich hätte ich wahrscheinlich noch eine Chance. Wahrscheinlich schon. Ist die Frage, ist das jetzt gut oder ist das Tschüss, schlecht? Tschüss, Ivan. Nur das Sowohl Gut. Sowohl als auch. Bin kein großer Kämpfer. Willst du dich boxen? Nö. Ich will den Ring mal einweihen. Ja, dann hau dir auf den Bauch. Kämpf gegen jemand anderen. Kämpf gegen Goofy. Ach, der ist so ein Fregel. Dann hau den weg. Am Bauch. Kämpf gegen Leo. Wollte ich gerade. Er sagt, der boxt sich nie wieder. So unangenehm ruhig hier. Ich frag Johnny. Wir haben auch einen Billardtisch, ne? Nice. Boah, ihr seid. Letzte Frage, was habt ihr? Fängt euch, ihr seid nicht gesprächig. Küsst euch doch. Warum läufst du jetzt ab? Jetzt lass mir die Stimme. Ich hab's doch keine. Sinn. Will sich einer gegen Dings kloppen? Gegen Jack? Gegen wen? Gegen Jack. Ja. Kann immer einer da wegklatschen, Idiot? 10 Minuten. Das Problem ist, ich glaube, den klatscht keiner weg. Ah, oh, Tick. Kennt ihr das, wenn das so eine richtig unangenehme Stille ist? Man hört hier einfach gar nichts. Man kann leider keine Musik im Hintergrund so abspielen. Oh, wir haben Yogamatten. Ja, man wusste Radiohund, wenn man den braucht. Aber es ist super schön geworden. Und weißt du? Und die, ah, ich würde nicht gelogen. Halt deinen Mund, Geschäftsmeeting hier. Was denn? Hast du gesehen, wir haben einen Bildertisch? Jo, hab ich gesehen. Und Handelsstangen. Hallo? Ja gut. Reden? Dein Budget Sie, bitte? Dankeschön. Ich verziehe mich wieder ins Krankenhaus.
Ja, wir telefonieren doch gerne. Prügelt euch nicht zu sehr. Dann kann ich jetzt gar nicht aus dem Dienst gehen. Glaubst du dran? Was denn? Nein, dass sie aus der Dienst gehen kann, weil sich gar nicht mehr prügelt. Ich glaube ja nicht. Sitzt der Finn im Rollstuhl? Boah, das ist aber, diese Ruhe ist unangenehm. Ey, Köln, ich hab jetzt erstmal alle Schlüssel genommen, scheiß drauf. Okay. Ja, die holen dann wieder rum, wenn einer keinen bekommt, ne? Ja, ja, das macht dann, weißt du, das... Wer Schlüssel verliert... Boah. Was kostet das nachmachen? Richtig teuer, ne? 50.000 pro Schlüssel. Der muss das zahlen und der kriegt auf Fresse. Und austauschen, falls euch geklaut wird von irgendwem, ihr kriegt nicht wieder, dann sind 250.000 und dauert, ja, ja zwischen 4 und 8 Wochen. Und pro Schlüssel dann wieder 50.000. Das heißt, wenn ihr 10 neue braucht, mit Schloss austauschen, macht das 750.000. Sind das Goldschlösser? Das sind High-Security-Schlösser. Aber dürften die Koppers eigentlich die Schlüssel wegnehmen? Nee, warum denn? Kommt da kein Grund für. Wenn die einen Durchsuchungsbefehl haben? Für dein Gewerbe einen Durchsuchungsbefehl, das glaubst du nicht. Was willst du? Das ist Gewerbe, nicht privat. Ach, die dürfen nicht mal hin, ne? Das ist Privatgrundstück. Ja, nein, ist gewerbliches Grundstück, aber das gehört halt dir. Das ist halt, ja, je nachdem, wie die Leute von DOG geraunt sind halt, ne? Immer schwierig. Aber rein theoretisch ist das doch Gewerbegebiet, also privat. Richtig. Ja, ja. Ist Gewerbe halt, ne? Ich muss hier mal so eine lange SMS lesen. Okay. Bist du fertig? Im Geld? Bist du fertig? Dungeon, komm mal her. Das ist mein Platz hier. Bist du lost? Du sollst hier hinkommen. Ignell, danke für den Prime im 6. Und Mert, danke schön für den Resub ebenfalls im 6. Noah, danke für den Prime auch im 6. Und dein neuer Monat für den Crit, danke schön. Kickdown, Acker Niklas, danke für den Resub im 38. Muppet. Und King Reflex, danke für den Resub im 7. No Name, danke schön für den Prime im 8. Federdanken, danke für den Resub im 7. 200.000 Punkte hast du. Ich glaube, Jay hat die meisten, ne? Oder habt ihr vorhin jemanden gelesen, der noch mehr hatte als 400.000? Ich bin echt gespannt, ob das angenommen wird, Mann. Kein Bock mehr auf die Bretterkacke, Alter. Lass uns einfach Events veranstalten. Sieht einfach so gut aus in die Performance, Alter. Ich glaube, ich habe gerade gefühlt 500 FPS. Wir gehen uns gleich das Hotel noch angucken, Captain Lutelot. In der Westside. 415. 555. Criss-Cross, bist du ein Lügner? Wenn die hier ein. Hallo? Dann sagen wir haben alles leer geräumt. Hi. Geht ab. Durfte ich das hören? Ja, warum? Was leer machen? Was? Hier, wir machen hier die Kühlschränke leer und dann sperren wir die Leute hier ein und sagen so. Die Grove sperren wir hier ein. Genau. Lass wir die hier verhungern. Die sollen lieber kommen fighten. Alle sollen kommen kämpfen. Ja, ich hab... Komm, lass zum Hotel fahren. Wir haben Octagon ausgiebig getestet. Ist gut. Ja, ist gut? Oh ja, lass ja, ist doch eng genug gut. Für gute Kämpfe, ne? Ja, ja, ja. Wie Drahtfatz. Boah, Digga. Ich hab den BT heute das erste Mal gewonnen gegen den, aber das war knapp. Und was sagt ihr zu Halle? Richtig. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Check. Ich muss euch nachher noch was zeigen. Das will, da kann sich Dungeon drum kümmern. Okay. Okay, wollen wir zum Hotel? Ja. Ja, alle wollen das sehen, ne? Ja. Ja, aber dann müssen alle hier raus von den anderen. Ja, wir schmeißen alle raus. Nee, ich bleib hier. Ich hab schon gesehen, das Hotel. Ja, oder so. Mila wollte auch gucken. Let's go. Mila. Nicht über den Tisch, du dumme Sau. Jo, wir fahren mal zum Hotel, ne? Du hast ja eh nur Termin, oder? Ja, ich hab noch den. Geilen Tastenschlüssel haben wir alles tipptoppi. Wir fahren ja, mit, komm her.
Ja, ich melde mich später nochmal bei dir. Okay, dann ja, später. Da. Kannst dich auch hinsetzen. Tali! Ich bin der Schlüsselmeister. Ich mach ehrlich, das auf deine und zu. Was? Da. Sei ehrlich, du zupfst deine Augenbrauen? Ey! Nein. Warum meine Eyebrows sind naturell. Warum komme ich hier nicht raus? Ziemlich ehrenlos, was ihr hier gerade macht. Das ist gar nicht gut. Bullshit, hör doch auf damit! Mann, find du dummes Schwein! Danke. Bin wieder. Und findest du? Cool. Ja? Ja. Habe ich dich nicht schon mal gerade gefragt? Ja. Stinker rein. Ich glaube nicht. Ich habe jetzt gründlich drüber nachgedacht und ich kann das, glaube ich, verneinen, ja. Du bist müde, ne? Nein. Du bist müde. Nö. Ja doch, ich sehe das in deinen Augenringen. Du hast Augenringe. Du hast Augenringe. Sind wir schon da? Nee. Sind wir jetzt schon da? Nein, jetzt gleich. Mir ist langweilig. Hab Hunger. Ui. Ui. Sieh mal. Er ist Dungeon hier? Ist das dein Büfter? Ja, hallo, hallo. Das ist hässlich hier. Nee, der gehört wem anders. Der Netflix gehört meiner Freundin. Boah, was ist das denn? Boah. Wild. Ja, was ist eigentlich in der Welt passiert? Dungeon hat eine Freundin. Boah. Der hat Schlüssel. Max. Max. Der hat Schlüssel. Max muss vorgehen. Wo ist Max? Hi. Da. Macht mehr Platz für den Schlüsselmeister. Ja, oh, schön. Hey. 20 Mal in ein Hotelzimmer. Boah, was ist da geil. Oben? Geil. Bukake Party. Geil. Boah. Render. Aber keine Tür zum Scheißhaus. Geil, ich stinkt immer nach Kacke, wenn jemand kacken ist, Alter. Im ganzen Raum. Nice. Auf dem Spart, Alter, einfach bei dich. Mann, bist du bescheuert? Warum? Mach das nicht dreckig. Ich muss doch auch die Betten hier testen. Abschließend. Die gut andere Motel, ne? Auf der Küche ist auch noch was. Ich weiß nicht, was mit anderen Motel ist. Oh, das ist größer. Aber ein bisschen leer, ne? Da wohnt doch nur keiner. Ja. Oh, das ist gut groß. Steht das Fenster nicht. Und direkt beim Scheißen kannst du rauskommen. Ruf mal jemand die polnische Mutti zu mir. Also sind halt Hotelzimmer. Da ist nie viel drin. Wollen wir das Kiez einladen für eine Probenacht hier? Oh, du Wichser. Ja, oben, die Master Lounge hier. Ui. Der paar Möbel noch und so? Boah, was ist das? Ein Fan? Jo! Ah! Abstand halten vom Fenster. Ja. Warum ich. Ja. Immer schön Abstand halten, Jungs. Puh.
voll geil. Da muss man nicht mehr stehen, wenn man sich wäscht. Ui, was? Ui, ui. What the fuck? Was ist das? Ja? Alles gut? Ich bin überlegen, duschen zu gehen. Du stinkst auch ganz schön, ne? Handklappe. Ich riech das bis hier. Hau ab. Hallo? Komm, bis jetzt. Boah, komm, wie hübsch ich bin. Der Spiegel ist kaputt. Bestimmt nicht. Der Spiegel siehst du gut aus. Das ist unser Hotel. Ja, HSV. Was soll ich hier machen? Fußball spielen oder was? Ja, hässlich. Ups, war nicht gemutet. Hässlich, hässlich. Oh, da kommen die. Oh. Da kommen die Blätter durch. Was ist das denn, ey? Stimmt, das sind tatsächlich die Blätter gewesen gerade. Da. Ja, kannst du rausreißen hier alles. Ist ja eigentlich komplett einstampfen, das Ding hier. Da unten dann dreckige Marihuana-Pflanzen stehen, Alter. Aber ist halt ein normales Hotel, ne? Was reinkommen, so, weiß ich nicht. Das sieht halt so. Ja, unbedingt. Das muss ich, weil die großen Räume müssen teurer sein wie die kleinen und dann muss ich das absplitten, so, weißt du, ich meine? Dann ist wild. Aber vielleicht können wir es ja so machen. Da sind jetzt noch Türen auf, ne? Ja, Max geht gleich nochmal lang wahrscheinlich und macht alles. Aber wir könnten das ja so anbieten, den Typen, die das mieten, dass die halt für eine Pauschale, dass sich da auch noch was reinstellen lassen können. So. Stimmt, ja. Das ist eigentlich eine gute Idee. Und dann machen wir so eine Klausel rein, wenn die das Hotel nicht mehr mieten, dass dann halt einfach das für immer da drin bleibt. Stimmt. Ich glaube, da müssen wir aber nur mal ein bisschen Geld selbst investieren, für ein paar mehr Möbel oder so. Ja, das war ja meine Idee, so, wir vermieten die Zimmer und bieten den Leuten an, wenn die was haben wollen, können die das an uns weiterleiten, dann bezahlen die irgendwie so ein Viertel davon als Anzahlung und dann bezahlen wir den Rest. Und wir machen da so eine Klausel rein, dass wir das dann halt für immer behalten, wenn auch wenn die das nicht mehr vermieten. Ja. Aha, easy. Ja, hier lernt man von den Besten. Ja, irgendwie muss ich mich herausreden im Knast. Weiß jemand, wie die Zimmer am Dings aussehen? Pinkelt? Ich glaube, ein bisschen mehr möblierter auf jeden Fall. Ja, und sag ich mal. Du hast da hinten hast du so einen Kleiderschrank, dann hast du ein Bett und dann hast du so ein Stück Wohnzimmer. Das hat so eine ganz kleine, also weiß ich, einhalb mich an eine Einraumwohnung. Was geht ab, Nate? Gut, hey. Und dir, Bruder? Ja. Frage jetzt ist aber neu. Ich hab da euch mal Gedanken gemacht, was wir jetzt mit der Griff machen. Das ist eine gute Frage. Bruder, was willst du machen? Die rufen dich an, die machen nichts. Die verstecken sich, die sind auf der Straße. Entweder fährst du hin und fickst sie komplett aus dem Leben, bis die es merken, oder du scheißt drauf. Vielleicht hat der eine Ansage gedrückt, ne? Ja, aber da kommt da irgendwie geh nichts und die sind jetzt einfach an eine Bennys. Ja, dann lass uns zum Bennys fahren, kurz im Park und dann zum Bennys fahren. Sollen wir die dann kaputt schlagen? Hochnehmen, kaputt schlagen. Mann, als ob die schlagen, Mann, die schießen sofort. Ja, dann nehmen wir die hoch mit Waffen und dann schlagen wir die kaputt. Eben, das klingt auch mal gut, nicht. Aber was wollt ihr von dem verlangen? Wir haben doch eigentlich nur gesagt, die sollen. Haben wir doch, wir haben schon was von denen verlangt, aber die sagen ja nichts, ob die das machen oder nicht oder machen ein Gegenangebot. Dann bekommen die halt nochmal. Ja, lass uns erstmal Park fahren. Ja, top, lass Park fahren auf jeden Fall. Ist noch hier wer? Ey, lass mal Park fahren. Park ich fahr kurz zum Pinkage. Treffen, yeah, boys, cool, sorry. Nee, fahr jetzt auch Park. Ich bin Cage, Kollege. Aber ich wollte was gucken. Ey, wir fahren ja, jetzt. Ist egal, wir fahren Park. Nein, ist egal, wir fahren Park. Du musst aufschauen. Okay. Wir sind so reich, Mila, ne? Wir können uns sogar erlauben, rückwärts zu fahren. Ja.
Kurt ist schneller. Sind wir schon da? Passt. Mir ist langweilig. Mir auch. Ich muss mal. Dich anhalten? Sind wir schon da? Wie lang noch? Boah, du bist ein Nervensinger. Du bist ein Stinkmauchel. Du bist ein Nervensäge. Das ist nicht wahr. Du bist eine Nervensäge. Du nervst extrem. Das ist nicht wahr. Doch. Du willst nur im Gildenkrieg sein. Ja, nicht wahr. Du willst da sein. Ui, Mimu. Ui. Ich glaube, der hat ein Schnäppiges zu viel. Ein Schnäppiges. Und dann haben wir Beleidigung hier. Was für Beleidigung denn? Wer? Du kannst die Leute nicht zu ihrem Glück zwingen. Das stimmt wohl. Nein, ich will die auch nicht zu ihrem Glück zwingen, aber die sollen mal ein bisschen kommunizieren. Verstehst du? Ja, machen die aber nicht. Warum sollten die? Ja, aber dann lernen die halt daraus. Oder sehe ich das falsch? Oder also, guck mal, die Frage ist, wollen wir das einfach ruhen lassen und einfach gar nichts mehr machen? Oder wollen wir da jetzt weiter dranbleiben? Also ich bin tatsächlich für Letzteres. Die haben uns hier angegriffen, Mann. Hm? Warum eigentlich? Also normalerweise würde ich da ja so reinhaschen, bis ich zum Vater denen ziehe, ne? Achso. Hm? Ich sag, normalerweise würde ich da so lange reinhassen, wenn ich jetzt 2 Jahre zurückgehe, bis ich zum Vater ziehe, aber keine Ahnung, Digga, das bringt ja nichts so. Also, wir haben halt auch viel geplant, auch mit der Halle jetzt, mit den Kämpfen und alles und komm mal mit Codys. Und Codys macht morgen auf, weiß nicht. Ich weiß halt nicht. Sollte man sich nicht vielleicht von unserer Seite, weil die kam her und wir haben die aber auch weggeschöppert. Aber aufs Übelste. Ich sag ganz ehrlich, ich würde nochmal Envy anrufen und den anderen und mit dem nur treffen. Und vielleicht darüber quatschen. Klingt nach einem diplomatischen Weg, ja. Aber es ist halt also Gruppenentscheidung. Ich bin dafür, dass wir 2 Leute da hinschicken zum Quatschen so. Und wenn, je nachdem, was da passiert oder rauskommt, kann man dann weitere Schlussfolgerungen ziehen. Ja, aber wer weiß, vielleicht sind das nur Arbeiter gerade da. Ja, dann gehen wir halt hin, gucken, fragen. Also die dort arbeiten? Mit einem Mann auftauchen? Nein, mit 2. Hab ich schon gesagt. 2 Leute, die fragen nach UG. Nach dem guten Alten. Also meine Meinung, wir können natürlich auch reinhassen und niederstampfen. Ich zieh bei beiden mit. Vielleicht sollte man sich nächstes Mal Gedanken machen, wenn Nachtschicht dann in komplett schwarz und so. Ach, Juni, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Du die kennst Nachtschicht mich, bin nicht so hart wie... Ja, aber die Nachtschicht hatte Masken aufgehabt. Weißt du, was ich meine? Das ist halt schon wieder, keine Ahnung. Ja, ja. Die Nachtschicht ist aber mit den Autos dahin gefahren. Kann ich noch kurz anrufen? Nee, wir hatten Dingens. Hallo? Die Schnauze dann, du lüg nicht. Wir haben wirklich Jugulas gehabt. Alles ja, gut. Aber welche? Ja, wir haben unsere Jugulas gehabt. Ja. Ja gut, unsere Flex, by the way. Come on, Digga. Siehst du? Und ich war 20 Minuten vorher noch bei den Boxen. Come on, wir hatten die um die Ecke geparkt, da hätten sie nicht sehen können. Bist du lost, Junge? Was für lost? Die hätten eine Ecke weiter sind die gegangen und da standen 4 Jugulas von uns, Alter. Orange und Brandon, viel Spaß auf Arbeit. Blau-Orange. Also ich bin immer ein bunter Vogel, was das angeht. Ich laufe immer in jeder Farbe rum. Tatsache. Oh, verstehe ich aber schon. Ja, nee, dann habe ich hier, dann, ja, da, oh, ja. Ja, muss ich mal kurz in der Nase bohren, du, ja. Ja. Sag, wenn du beim Gehirn angekommen bist. Ich finde es hier dein Gehirn, Junge. Schnief mal hoch. Nee, ich mir das kurz weg, so, besser. Junge. Kannst du aber laut sagen. Ja, aber ich glaube, das ist auch der beste Weg, so. Gerade für, wenn man so auf die Zukunft guckt, denkt, das macht mehr Sinn.
Wenn wir da wieder reinhassen, so, dann gibt's wieder eine Antwort. Oder halt auch nicht. Aber, weißt du? Fühl ich schon. Quatsch ich ja eigentlich, Mann. Wir hatten jetzt hier mal eine Tüte für mich. Ihr seid alle immer so... Weiß nicht, ich hab Herz. Super Herz. Ja. Geil, fast gestorben. Ja, Kurt, das sag doch nochmal bitte. Ich hab ein Herz. Du hattest doch voll Lust. Junge, lau mich nicht voll, Junge. Junge, wenn du ein Herz hast, bin ich noch ja die Junge. Ich sag's mal so, ich will. Oh, scheiße, Digga, leck mich doch am Arsch, Junge. Ja, ich hab wohl ein Herz. Also der Vater würde jetzt sagen, stößt dir ab. Oh. Ach, entscheidet ihr, mir scheißegal. Laber mich nicht voll mit, du hast Herz. Der war gut auf jeden Fall. Johnny Sunshine. Oh shit. Ja, Johnny Sunshine. Ruf mal alle hin. Johnny Sunshine. Oh, scheiße. Digga. Ja, die kommen. Also. Ja? Ja, hier bleibt noch. Geil, wieder im Krank. Schwabbel und so fehlen noch, ne? Wo ist Giffy? Ruf Schwabbel an. Ja, ich bin da. Ja, ah, doch, ist da. Jungs, ich bin in 3 Minuten da. Ich fahr noch mal kurz. Nein, dann kommen Sie mal bitte zu einer Packung im Kreis. Ja, okay, dann komm mal kurz. In den großen. Wolf. Ja, wir sind hier. Was ist das für ein Frege da hinten, Junge? Ja. Der Frege da. Das ist Iris. Oh, der fällt da ohne auf. Das ist Erde. Hey, du bist doch Priester gewesen. Oh, ich bin wieder versoffen. Junge, Alter. Alter, Mann, Dollar für ein Pisswasser. Ey, Zahnring, mein Bruder. Ruhig dich, du. Ja, was? Sag mal. Was sieht meiner Müde das Auge? Wo ist der Jack? Das Auge da. Oi. Wo ist der Jack? Ich verstehe dich nicht. Eine Valorant. Ah, die bitte? What's? Willemar. Hast du mal ein kühles? Ja, ich fahr gerade selber ein kühles. Ich hab keinen Dollar dabei. Ich brauch ein paar Dollar für ein kühles. Wir müssen eigentlich alle da sein, oder? Ah, okay, YouTube. Wo ist der Schwabbel? Der kommt. Der kommt noch. Oh, ich hab hier noch Hases Nummer. Kram ist nicht da? Ich geh mir mal irgendwie ein Pisswasser schnorren. Ja, macht das. Wer ist er denn? Ja? Ach, würde fühlen, wenn Darin. Wir reingehen würden und uns da hinsetzen würden. Hm? Ja, lass auch reingehen. Da vorne rechts mit der Werkstatt. Da sind welche drin, die gucken sich das an. Oh. Da sind neue Rocker, kannst du mal hingehen. Kontakte knüpfen. Oh, ja. Wo sind Rocker? Ja, bei der Werkstatt da hinten rechts, hinter Parkhaus. An der Werkstatt, Richtung PD da. Hallo, in der Parkhaus. Ist der Büchse sind alle müde der hier. Ist, ja, genau da, wo du hinguckst, dahinter. Der Büchse ist da und der Zahnriemen rennt. Oh mein Gott, wo rennt er denn hin? Das ist ein Bike. Ja, habt ihr gehört? Hm? Was denn? Ich bin gerade an Bennys vorbeigefahren, ist leer. Ja, die waren jetzt vor 10 Minuten am MD. Komisches Ding. Ist doch scheißegal, wo die sind. Wir müssen jetzt klären, was wir mit dem machen wollen. Also ich sag ganz ehrlich, meine Meinung ist, wir fordern Bennys von denen, lassen Bennys dann über Codys laufen. Wenn die das abgeben. Das haben. Niemals. Bis zum Tod auf jeden Fall werden die niemals machen. Glaube ich auch nicht. Da verrecken die lieber. Aber die machen ja auch kein Gegenangebot. Das ist auch nicht schlimm. Oder die gehen zu den Coppers und sagen wegen Erpressung und dann kommt Fischer. Ja, aber das haben die auch Beweise dafür. Die Boxhalle jetzt ja, genau. Würde. Würdet ihr die Halle abgeben? Natürlich nicht. Ja. Natürlich nicht. Aber wir sind noch nicht also in der Position, irgendwas abzugeben. Aber selbst wenn wir in der Position wären, ich würde mich lieber töten lassen. Na, so wie ich das verstanden habe, könnte ich mal ein Gegenangebot von denen. Ja, ihr versteht das halt immer falsch, wenn man dieses Angebot vorbereitet so und sagt, ja, gib uns die Halle oder die. Nee, die verstehen Bandits. Das falsch. Ja, nee, aber auch. Ihr zum Teil, weil dann denkt ihr immer, ja, das ist das Ende vom Angebot. Nö, nö, ich verstehe schon, dass die ja sagen können, nö, wir bekommen einen Fahrrad oder so, aber von denen kommt Genix. Ja, Genix. Ja. Die deswegen machen einfach komplett auf Kopf. Warum? Weil die wahrscheinlich auch sagen, wir sind nicht in der Position. Ja, doch. Ja, aber das sagen die. Nochmal, dass wir in der Position sind. Los. Bei Bennys ist ja oben so eine Area, wo man hochgehen kann, also außerhalb von Bennys. Ich ruf den jetzt an.
Wen? Den Envy oder was? Frag den, was der jetzt von die Scheiße alles hielt und so. Was ihr halt auf jeden Fall, wissen müssen, ist, dass die unten nichts mehr zu sagen haben. Vielleicht sollten wir denen auch sagen, dass die ein Gegenangebot machen können, weil ich glaube, selbst kommen die niemals darauf. Ja, Mila, aber das ist ein bisschen schwierig. Du sagst nun, du gehst nicht zu einem Gangster hin und sagst, du mach mir ein Gegenangebot. Ja, ich weiß, was du meinst. So ist doch klar, dass die dann denken, die müssen das machen. Mila, voll das gute Herz, ey. Aber das sagt doch mit dem Gegenangebot steht aber nicht in Wikipedia drin. Du hast kein Herz. Du hast gesagt, los Reinhold. Das ist so Curtis, Alter. Das ist nie Herz. Das ist immer nur Reinhard. Jeden Abend sagt er das, ey. Oh shit, Alter. Ja, lass dir doch einfach 5 Millionen schenken, Alter. Ey, pass auf. Wir machen das so. Und das ist jetzt auch das, was ich sage, und das machen wir auch. Ja, wir gehen jetzt hin. Wir suchen die. Wir fahren jetzt auch mal eine Grove vorbei. Und dann reden wir mit denen. Je nachdem, wie sich das Gespräch zwischen denen und uns entwickelt, klatschen wir die entweder um. Oder aber Jonathan, die werden sofort schießen, wenn die uns sehen. Wollte ich auch gerade sagen, ich glaube nicht, dass die werden sofort schießen, wenn die ja, drei Autos die Pech. Sind. Ja, dann wollen die es nicht anders. Ja, aber du also musst doch vorher kommunizieren, dass du mit denen quatschen willst. Ich habe versucht anzurufen, geht keiner ran. Ja, dann ruf den anderen an. Oder ruf irgendeinen von denen an. Hab ich. Wir haben genug Telefone. Klingelt's denn? Lass Taten sprechen. Hast du Leute, klingelt's denn oder das Handy nein. Aus? Lass Shop machen und hoffen, dass klingelt also nicht. Jan, klingelt nicht. Nein. Dann sollten wir vielleicht warten, bis es klingelt und gucken. Vielleicht sind die ja bereit zu quatschen. Aber wenn die uns jetzt sehen, die schießen sofort. Wie viel Zeit hatten wir jetzt schon? Zwei, drei Tage. Vielleicht haben sie auch einen Geistesblitz bekommen und sich gedacht, na gut, das bringt Jungs, nichts. Jungs, das ist das gleiche wie mit dem Hotel. Wir klauen den 16 Millionen, es passiert nichts. Ja gut, stimmt. Geht einfach ja doch, runter. Der kommt zu uns und sticht einen seiner Leute ab. Ja, Opfergabe. Boah, Junge, danke. Du bist so ein ey, ich hör kurz Schwabbel ab. Okay, ja, pass auf, ich hab eine Idee. Mal, ich hab eine Idee. Warte, Scully. Jungs. Warte, bevor du deine Idee jetzt sagst. Scully. Ja? Du fährst jetzt mal, wenn du jetzt zum Schwabbel fährst und den abholst, fährst du mal eine Grove vorbei und guckst, ob die da sind. Aber fahr nicht durch. Gib mir Bescheid. So, deine Idee, Curtis? Meine Idee ist, wir sind immer diejenigen, obwohl wir die größten Psychopathen sind, die rumrennen, sind wir immer diejenigen, die trotzdem quatschen. Ne? Oh, der ist überall. Wir lassen den Leuten immer Chance, wenn es irgendwie um Business geht oder Stress oder so. Wir versuchen ein einziges Mal noch, wenn du den erreichst, zu quatschen. Sollte dann nichts kommen oder der nicht dran geht oder so, zerreißen wir den in die Luft. Da können die SMGs auspacken, da können die einen Panzer holen, ist scheißegal. Dann werden die komplett zerrissen, weil langsam habe ich die Schnauze richtig voll. Vielleicht kam das auch so richtig nicht bei denen an, ne? Beim letzten Mal. Ding dong. Das ging zu schnell. Gut, ne? Wir haben ja, nee, Finn. Nein. Ja, ich weiß, dass du einfach weißt. Nein. Aber dieses Mal zieh ich jede Karte, ne? Er hat mir geantwortet, also so ist nicht. Okay. Ja. Ein letztes Mal haben wir die Synapsen auch immer. Nicht verarbeitet. Ja, dann schon antwortet auch immer. Hä? Naja, alle Idiot. Ja, mach mal so. Aber ja, das können wir echt machen, so. Probier nochmal mit denen zu reden, so. Ja, ich würde jetzt auch nein, nein, allgemein, ne? Allgemein, es wird nicht mehr gequatscht. Einmal wird nur gequatscht. Auch wenn die anderen das nicht lernen. Boah, wir sind immer diejenigen, die quatschen. Dann kann der Finn endlich zumachen. Eigentlich müssten wir da hingehen und den Kreis in die Luft sprengen. Ja, die. Ich kann das Granatwerfer rausholen, ich hab einen Freund. Was hat der BT gesagt? Nee, ich nix. Nichts, alles gut. Ach, Mann. Ja, wir organisieren die Scheiß gut mit den Nerds, dass jeder vernünftig arbeiten kann. Wir tun den Körper sogar noch einen Gefallen. Dass nicht die ganze Southside und jede Gang auf die drauf geht. Ja, die das kommt mir nicht an. Die geben mir alle auf den Sack. SD18 fressig. SD18, ja, Mann. SD18 ist ein Wichser. Hört sich an wie ein Cyborg von Dragon Ball. Den hole ich mir. Ja, der ist einer auf dem Sheriff Department oben. Ist jetzt irgendeiner hier, der nicht zu uns gehört, ne? Wer ist denn der Typ da vorne? Das ist Scotty. Warum schießt du? Warum ballert denn hier jemand? Wer ist das? Das war Leo. Wer ist das da vorne? Das ist Scotty von damals. Was für damals? Ja, komm, kommt alle mal mit, ich muss was zeigen. TK, komm du auch mal kurz auf den Weg. Komm. Oh,
warum hab ich gerade geschmissen? Ja, 100%ig nicht abgeschlossen, 99%. Boah, Junge. Sag ich doch. Ja, Sino. Boah. Schönes Büro. Leute, soll mal reinkommen. Pack ich mein Handy rein, wenn ich das arbeite. Warte, Michael da? Ja. Wir sind ja so dick im Business. An den Tisch wird nicht gelogen. Wir sind ja so dick im Business und so, ne? Aber ihr dürft das niemandem weiterzählen. Der nicht zu uns gehört. Der Juri und der Marek haben uns hier was eingebaut. Noch. Auch nicht Steffi und auch nicht Jazz. Nein, keine. Und keinen Ollen. Ja. Bekomme ich einmal davon mit. Den Schwanz hat, ne? Was? Derjenige, wenn ich einmal mitbekomme, dass Jazz oder so das weiß, denjenigen bringe ich höchstpersönlich um. Ruhe, Jungs, ich muss zocken. Steck immer weg da. 1B, 1B. Geh weg. Ihr müsst hier oben an diesem jemand? Aktenkoffer ziehen. Ui. Darf ich frag mich, wann der Erste da aus Versehen dran lehnt. Ich frag mich auch, wo John ist. Darf ich mal ziehen? Ja, Mila, ich will dir durch. Ja, wir sind hier die ganze Zeit am Park und quatschen Sachen ab. Oh mein Gott. Okay. Danjo, das und Danjo, darum kümmerst du dich, ja, ne? Geil, Danjo? Komm, voll Matsche, der Hammer. Komm, voll Matsche, schlank. Warte, Matsche, das ist Folie. Oh, wild, Mann. Dio. Ach, das ist zum Drogen anbauen. Boah, ist der dumm. Ja, natürlich, Mann. Was ist los mit dem Bro? Ich dachte, der Raum voll Matsche. Danjo, ja, Mann. Dein Reich. Danjo, das ist dein Reich, ne? Wild, Mann, wild. Boah, mit Peitsche an alles. Ihr werdet gefoltert. Folterkeller. Das ist mein Folterkeller. Also jetzt mal for real, wann kommt die Samenlieferung? Wir gehen selber oben welche besorgen. Oh, die. Das machen wir morgen oder so. Aushalten. Ich gehe raus. Boah, hier kriegst du keine Luft. Oh, das ist wild, Mann. Ey, das ist ein trockiges Klima, man nicht daran gewöhnt, du. Boah. Ist perfekt eingestellt, der Raum. Aber kurz Luftfeuchtigkeit, alles. Abluft, Aktivkohlefilter, schöne LEDs. Ey, ich sehe schon, das ist auf jeden Fall mehr wie 200 Watt. Das sind... Ja, mal wieder Camp. Das müssten. Boah. Ich glaube, so 800.000 Lumen sein. Boah. Er ist mehr wie im Hobbykeller, du, ich sag's dir. Das ist richtig professionell hier, Mann. 2000 Watt pro Ding. Das kommt jetzt raus schnell. Ja, Junge, Killer, das ist jetzt jemand. Da sind nämlich ganz viele bei uns im Park gerade. Ja, rein. Also, ich finde schon, dass die Pistole aus dem Reich ist. Ja, hab ich. Oh, nee, das, ey. So eine warte, Scheiße. Warte, ich klatsch das Ding. Ja, so nimmt man das. Ding könnte vielleicht leuchten. Ach, Mr. John auch da. Ja, Pistole sieht aus wie mein Schwanz. Jetzt können Sie nochmal alles wiederholen. Das ist übrigens hier vorne die Knarre vom Hase, ne? Ehren gehalten. Curtis? Ja. Muss das dein Laptop nochmal irgendwie rebooten, der die Grafikkarte läuft irgendwie jetzt für einen anderen, glaube ich. Ja, du ich kaufe einen neuen. Oh. Jut. Es gab ein Windows-Update, Junge, Jo, wie trockener Motherfucker. Ich wollte schon mal so einen Roleplay-Server ausprobieren bei GTA auf dem Laptop. Junge, Alter. Oh, es regnet. Oh nein, es regnet. Hört ihr es gewittern? Oh. Jungs, ich muss dringend los. Ja, ja, ich auch. Oh, es regnet. Hey, Danjo Washington. Stay behind. Oh, ich höre diese Reden schon wieder. Oh, jetzt muss ich aber wirklich weg, du. Uiuiui. Jetzt gibt's Ärger. Und es kommt noch viel härter. Ich weiß den Text nicht weiter schmieren. Ich verstehe den Trubel nicht. Ja, ich habe also vollkommen recht. Ich weiß auch nicht, aber ich keine Ahnung. Warum regnet das? Ich hasse dieses Wetter. Weil sie damit passen ist, anderen ist ja nicht kalt im Regen. Ich hab die gerade beobachten lassen, die sind in Richtung Westside abgehauen. Ja, die verstecken sich irgendwo, da haben irgendwas zu klären. Lass einfach, wie heißt der andere Typ von der Nummer? Ich kenn nur NB. Bebo, glaube ich.
Lass versuchen, den nochmal zu erreichen. Und wenn die sagen, yo, fick durch dann. Ich hab gerade den Envy versucht zu erreichen und ich hab gerade den David von denen versucht zu erreichen. Ja, aber klingelt's oder Handy aus? Nö, ich kann auch sagen, dass die miteinander telefonieren. Ja, dann hörst du halt dieses Besetzzeichen. Okay, ich versuche mal die alte von denen anzurufen. Auch nicht. Da ist halt Besetzzeichen die ganze Zeit. Ja, dann sind die im Telefonieren. Wenn wir jetzt da auftauchen, die schießen sofort. Ja, die sind nicht zu Hause. Egal, wo die sind. Wenn wir rumfahren, die Insel ist nicht so groß. Man findet alles. Selbst wenn die sich im Kanal verstecken. Das ist nicht wert. Wir kommen da jetzt. Koppers? Ja. What are you doing here? Aufpassen hier. Wer bist du? Achtung, vor die Tür, vor die Tür. Wer bist du? Da. Hallo Panther, guten Abend und Zoltiman, danke für den Prime 15. Und Bretti, danke für den Resum 2. Ich bin eher ein Fan davon, wenn wir. Du musst abschließen, John hat das ne? übrigens nicht mitbekommen, ne? Was denn? Dass du gesagt hast, von wegen, wenn das eine Frau und Jatz und so. Ja, mit dem quatsch ich so oder so. Okay, ja, das wollte ich gerade noch sagen. Habt ihr abgeschlossen? Ja, ja, ja. Die Koppers sind da. Ist das die neue Halle? Ja. Mhm. Darf ich mal reingehen? Choco, hast du Schlüssel? Zeig ich dir nachher. Also oder so. Ich hab Schlüssel, ja. Ja, dann zeigt er das. Machen wir nachher, lass das mal die Cops wegfahren. Was wollen die hier? Keine Ahnung. Kann ich mit dir reden? Oha. Jojo, alles fit, alles fit. Ich bin kein Fan mehr von den Brettern, Alter. Auch wenn das ab und zu vielleicht mal Spaß macht und so und ich letztes Mal heiß darauf war. Ich will lieber mit allen zusammen RPen und so. Mit fuck, die Benz, bitte, lieber RP-Gott, lass mich das machen. Auch. Was wollen Koppers hier? Weiß ich nicht. Die haben den Schuss gehört. Eh nicht. Hm. Naja, doch, doch. Das war eine Halle. Aber wahrscheinlich hat da einer im Auto einen fahren lassen, weil die dachten, das ist geknallt irgendwo hier. Hm. Das ist ein Dreckswetter. Meine wunderschöne Schwester, Pusch, danke schön für die Wüste um 12. Ein Jahr schon? Toll. Ich war ganz nass. Ich hoffe bei dir auch, Panther. Ich hoffe, dass dir gut geht. Hat jemand dich aufgegessen? Hat jemand noch ein paar Nummern von dem Griff? Ich hab noch, warte, ja klar, warte. Ich komm mal diese Charlie, ob die Donnie, da hast du kurz? Ja. Warte, Meister, wer sind die? Yeah. Was? Wer sind die? Weiß ich nicht, wer das ist. Ich glaub, der eine Lackner und der andere Matthewsen, aber der andere Kopf weiß ich nicht. Das ist ein neuer, meint der. Okay, ich wollen die nicht mit Johnny. Jetzt sag nicht, die kommen her, um den vorzustellen. Keine Ahnung, kann gut sein. Haben die der schon hat mich gerade gefragt, ob er aussteigen darf. Einfach Junkie World, Junge. Das, was hast du vorhin erzählt? Der Max meinte, du musst irgendwas neu erzählen. Weil ich war gerade unterwegs. Hast du nicht mitbekommen mit dem Raum? Nee. Wir haben da so einen versteckten Raum, um da Sachen zu tun. Mhm. Und das bleibt komplett unter uns, auch keine Jazz, keine Steffi, keine. Nee, geh nix, geh nix. Wir werden den E-Com benutzen. Und das Dungeon sein. Nö, warum? Man kann auch schön Leute drin verkloppen. Auch. Aber vorher wird Sack auf über den Kopf gezogen. Und da haben wir da so einen John Wick-Junge, der alles mithört, wo wir hingehen. Kurz umzählen. Thanks.
Warum zum Teufel sind meine Mods draußen? Was hab ich denn jetzt schon wieder gemacht? Na, die Jacke ist noch drin. Hey, das Jacke ist auch weg. T-Shirt ist auch drauf. Was hab ich gemacht schon wieder? Hallo Jockel. Okay, da passt, oh mein Gott, mit der Tasche passt das nicht. Egal. Wo sind meine ganzen Mods hin, Alter? Nein, nein, es ist ein Softcore-Server. Mit bisschen Hardcore-Elementen. Es gibt noch AC-Server, ja, Sektor zum Beispiel, Sektor-Hobby. Und? Ich habe immer noch keine Rechte, aber die Jungs weiten sich jetzt mal aus und gucken nochmal, wo die sind. Galli hat auf jeden Fall 8 bis 9 Leute von denen gesehen. Ja, ja. Komm mal jemand zu Cody, der wollte irgendwas holen.
machst du keinen Schuh an? Weil ich hab keinen Geox. Irgendwann müssen die auch mal Luft bekommen. Tanksam! Oh! Ja, kein Ding. Ich hab ein bisschen. Achso, ja, ja, kein, komm mal mit. Kein Ding, dann gehen wir kurz ins Büro. Wir kommen gleich wieder. Oh. Immer sitzt du falsch im Müller. Was? Immer sitzt du falsch. Ich sitze ich nicht. Nö. Jawohl. Doch, ja, du sitzt nicht richtig. Du sitzt auf einer halben Arschback. Genau. Besser? Ja. Genau. Geil. Nee, Goku. Das geht nicht. Kannst du mich mal schnell zum Kleidungsladen bringen? Wie geht's dir, Schatzi Pupsi? Meinst du mich? Ja. Gut. Kannst du nicht mehr hinlaufen? Schön, schön. Ich will mir eine Regenjacke holen, wenn ich mir doch jetzt dahin laufe. Ja, dann kannst du dich doch da gleich abtrocknen mit deinen anderen Klamotten, die du dabei hast. Du bist ein echt fauler Sack, weißt du das? Ja, da hast du recht. Du gönnst doch nicht mal deinen Sohn. Ich fahr doch selbst mit dem Auto hin. Ich hab hier kein Auto gerade. Ruf den Taxi. Nö. Faule Sau. Hier, bringe den Schlüssel gleich wieder. Welche Karre ist denn das? Der steht direkt hier vor der Scheibe. Oh, okay. Wow. Was war das denn für ein Tier, Mila? Ich hab gegeben. Das war eine Kaulquappe. Kaulquappe. Was bist du denn für ein Tier heute? Ein Tiger. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Was denn? Nee, du siehst aus wie ein... Wie ein... Bergziegel. Pokerspanier. Wie macht Bergziegel? Ein Bergziegel, so siehst du aus. Und wie macht die? Und dann scheinen die manchmal auf den Bergen... Nein, du hältst die Kappe! Nein, du hältst die Kappe! Ich hab gesagt, du hältst den Kappe! Nein, du hältst den Kappe! Und arbeitest so. Du noch hier, Chap? Ich arbeite jetzt wieder hier, ja. Freust du dich schon? Ja. Diesmal geht's schneller, ne? Ja, ich hab ja eigentlich nur gekündigt, weil ich keine Lust mehr hatte, das Ganze mit der Metro und so zu machen und hat mir zu lange gedauert. Aber habt ihr jetzt auch einen größeren Kühlschrank? Ja, nicht viel größer, aber größer. Was heißt denn nicht viel größer? Doppelt so groß. Wie doppelt ist so besser als vorher? Ja, ich habe gesagt, es ist in Ordnung, aber... Nicht viel wäre vielleicht die Hälfte Nummer. Naja, brauchen tun wir eigentlich dreifach so groß. Wir haben doppelt so groß gekriegt, aber ist in Ordnung. Wirst du dich nun auch besser um deine Körperhygiene kümmern? Hä? Einmal in der Woche duschen gehen, so wie sonst auch. Großartig, ich weiß, wo ich mich bestelle. Wann macht ihr auf? Morgen? So wie ich jetzt verstanden habe, morgen, ja. Boah, das wird einen Ansturm geben. Waren heute schon viele Leute hier, ne? Ich glaube locker 40 Leute oder so. Boah, vor allem könnt ihr schon Burger fertig machen und da vorne hinlegen. Ja, das ist und sofort so rausgeben quasi. Der Curtis hat ein Bild von mir gemacht vor dem neuen Laden, wo der noch nicht... eröffnet war, ne? Ich kriege also ein Eis. Da ist ein Körper, Tür ist zu. Ja, glaubst du, ich lass sie rein? Ja, lass sie doch rein, immer gucken. Nee, lass sie nicht ein. Ich hab Dogen dabei. Ich hab Dogen dabei, lass sie nicht ein.
trauen, hinzukommen. Ja, die Weakside boxt sie aus dem Leben. Möge deren Ohren abfallen und in die Hölle rutschen. Wollen die auf Klo? Nö, ich hab gesagt, die dürfen sich nur vorne umgucken, weil hinten ja gerade Gespräch ist. Die wollen sich den Laden mal angucken. Oh, rechts ist meine Toilette, links ist Frau, wo geht der hin? War klar. Ihr habt also war klar, komm, geh durch. Geh durch. Komm, ja! Das ist die Frauentoilette? So ja, das ist Frauentoilette. Ekel, ich mach eine Anzeige bei seinen Kollegen. Du hast ein pinkes Monster hinter dir, ne? Hä? Du hast ein pinkes Monster hinter dir. Warum was denn da? Ein Schwabbel. Boah, das Logo sieht aber gut aus, ne? Das ist schon schick geworden, ja. Wer quatscht da? Wer quatscht wo? Ich hab jemanden reden gehört. Oh, wahrscheinlich Schwabbel durch die Scheibe. Der ist nämlich gerade weggerannt. Sind Sie etwa müde, Herr Curtis? Da will einer rein. Ja. Ich bin immer müde. Ich bin Baby Chewbacca. Baby Chewbacca? Also, glaub, Champ. Gibt's sowas überhaupt? Na klar, es gibt doch Baby Yoda. Du nach Thomas Wild Cody denn? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Achso, wollte Cody auch mit euch reden oder was? Hm? Wollte Cody auch noch mit euch reden oder? Weiß nicht. So. Setz dich hin. Ja, setz dich ruhig bei Junior mit Schoß. Das sagt Tante. Ja, Therese. Könnt ihr uns aufmachen? Ja, klar. Bruder, du kannst hier überhaupt gar nicht drauf kommen und direkt für uns. Den hab ich voll gegeben. Das gibt nicht. Komm auf den Server und spiel deinen Charakter. Das war der Polizist, der uns abgeholt hat. Wer hat uns wo abgeholt? Von Khan. Ah. Ja, ich hab gesagt, okay, diesmal drück ich nochmal ein Auge zu. Da steht schon wieder einer. Guck mal, ne? Mhm. Kannst du mal an meinen Fuß riechen hier? Nee. Bitte. Warum soll ich an deinem Fuß riechen? Mach mal kurz, riech mal einfach, nö, ob das komisch ist. Bitte. Nö. Ey, Kittes, bitte. Ich riech nicht an deinem Fuß. Bitte, wofür sind wir denn ein Pärchen? Bestimmt nicht, damit ich deine die Klappe halte. Dunkelputz, kannst du jetzt bitte dann riechen? Lecker. Kann jemand anders mal kurz an meinem Fuß riechen, bitte? Der Schwabbel. Nein. Bitte. Nein, aber du stehst doch drauf. Das ist wirklich wichtig. Wie bitte? Und du stehst doch eh auf Füße. Ja, du bist gleich im Dreck, dann kannst du riechen, dann bist du auf der Höhe. Boah, ich ruf später Opa Willy an, der macht das bestimmt. Warum soll jemand an deine Füße riechen? Ist wichtig, okay? Warum? Das ist doch egal. Sag mir, warum, vielleicht mach ich das dann. Nee, machst du eh nicht. Doch, vielleicht. Nee, jetzt schon zu spät. Jetzt will ich gar nicht mehr, dass du dann riechst. Du bist bestimmt in Hundescheiße getreten. Nee. Boah, Schwabbel, riech mal dran. Nein. Komm, Schwabbel, das ist deine Gelegenheit. Nein, ich will nicht dran riechen. Das ist eklig. Was lachst du denn? Mach doch selber da hinten. Komm, Schwab, riech mal dran. Nee, auf keinen Fall. Ja, doch, mach doch. Hast du dann auch die Fresse? Ich find's einfach nur. Guck mal, wie der Fuß von dir glänzt. Ja, ist doch schön. Der Fuß geht bestimmt nur wehrlose. Ja, auch. Riech doch selber an deinem Fuß. Hä?
Ich hab doch gerade darum gebeten, dass jemand anders das macht, oder? Ja, warum machst du das nicht? Hab ich vielleicht Rücken? Was ist das schon wieder für ein Scheißtag mit dem Wetter? Gestern war langweilig und schlechtes Wetter. Ja, lass doch was machen. Dann geh los machen. Wem soll ich suchen? Griff? Ja, mach doch. Warum nicht? Hä, die sind vorhin die ganze Zeit durch die Gegend gefahren. Ja, die waren bis vor einer halben Stunde noch bei Benny. Jetzt aber waren sie nicht weg. Machst du eben noch die Tür auf? Ja. Bitte. Schicke, bist du zufrieden? Ja, ist schick, schick. Ist echt geil geworden. Gibt's irgendwas, das dir nicht gefällt? Tatsächlich ein größerer Kühlschrank, aber das wäre jetzt so. Ja, meckern auf hohem Niveau, hä? Aber wir haben doch zwei Kühlschränke, ne? Doppelt so groß. Nee, wir haben nur einen Kühlschrank. Wir haben nur einen. Aber der ist doppelt so groß wie der alte. Ja. Genau. Das ist aber. Kam halt wieder neue Produkte mit rein. Mein Gott! Und ja, so ein paar Regale für einen Lagerraum wären halt auch cool. Einen Kühlschrank zu lassen und halt alles in den Lagerraum hinten packen. Und einen Kleiderschrank. Aber zur Not könnt ihr doch so einen gekühlten LKW holen, oder? Ja, das haben wir halt davor immer gemacht. Das ist auch ein bisschen. Aber das ist voll umständlich. Genau, ja. Und was habt ihr jetzt mit dem gemacht, übrigens? Ist jetzt erstmal gekündigt. Ah, okay. Spontan, wenn ich Bock auf den habe. Uli, du wolltest vorhin was? Ich wollte mir die Halle ansehen. Ach so, warst du jetzt schon drin oder nicht? Mhm, waren wir schon. Bin schon gespannt. Ja, ist geil, wir wollen den Ring demnächst mal testen. So ein Mitarbeiterkampf. Könnt ihr machen. Und sonst musst du schon dran glauben, ja, klar, müssen wir nicht mehr auf dem Parkplatz so. Jetzt können wir ins Gym gehen nebenan. Den schon erzählt, dass wir 5 oder 7 von denen umgeklappt haben? Zu zweit? Ach so, ja, habe ich neulich erzählt. Von wem? Vom Kiez. Ihr habt den Kiez verhauen? Ja, wir haben es halt mit denen geboxt, so. Dickes Imbiss ist. Warte mal, die lassen sich vom Burgerbrett verhauen? Also, Jiggy und ich haben halt gesagt, wir haben Bock zu boxen. Da waren da halt ein paar von denen. Da haben wir 2 von denen umgeklatscht, so. Da kamen halt die nächsten 2. Ja, dann haben die mich umgeklatscht und wir die so und Jiggy hat dann noch einen von denen umgeklatscht. Ab dem 8. lag ich dann auch, aber hey, immerhin, ja. War witzig. Aber warum lag ich? Ich kann auch nichts. Ich bin für schlecht im Kämpfen. Wer ist denn das gewesen? Bietet doch ein Training an. Wer ist es? Das war Aaron, oder? Big, was steht da? Big Fun. Ja, die ist auch ein großer Fun. Ja, habt ihr euch den Laden schon komplett angeschaut? Klar. Na, zeig mal. Ja, dann. Also hier. Ah, zum Beispiel die Actionfiguren und Trinkepäckchen. Dann Joe ruft dann. Ja? Gut, wir sind gerade im Laden. Was geht bei dir? Mhm. Nee. Ich glaube, mir lassen einlegen. Ich guck mal. Nein, stopp! Ja? Hast du Hände gewaschen? Ja. Bist du sicher? Ja. Okay. Warum? Da vorne liegen ein paar Pommes und will die essen? Ich hab schon Hunger, ne? Du bist eklig. Du kannst die nicht einfach essen. Warum? Weil die sind alt. Nee, Goku, ich glaube hier auf dem Chat stehen nicht so viele auf Unity. Aber ich kann mich auch irren. Warum lässt du das nicht vorher? Die lagen vorhin schon hier. So lang hat der Laden doch noch gar nicht auf, oder? Ich weiß nicht, wie mir die gefallen. Oh, Juri Spezial, was ist das? Weiß nicht. Vielleicht Zimminski mit Tomatensauce. Ne? Hm? Komm, wir gucken uns den Laden um mal. Da hinten sitze ich immer. Soll ich gegenseitig. Cody, da hinten ist mein Platz, okay? In der dunklen Ecke? Ja. Ich bin Gangster. Und ich glaube sogar, du kannst hier mit 4 oder 5 Gruppen sitzen. Auf meinem Schoß, Baby. Ja, ist ganz nice.
So, dann hier ein Geldautomat, der ist aber noch nicht angeschlossen. Oh, ja, hm. Geil. Tut mir leid. Tut mir so leid. Ich hab mich erschrocken. Ich hab mich erschrocken. Du hast mich erschreckt. Mila, du bist nicht mal Blut, du hast nur dicke Lippe. Du blutest nicht mal. Jede, da kann ich mir getan. Bitte gib mir einen Moment, okay? Was? Gib mir einen Moment, okay? Ich geb dir einen Moment. Was halt, ne? Ja, was halt. Ja, ich wollte gegen den Automaten hauen. Mila, du bist doch voll krass, du steckst du weg. Ja, zu Hause verklapp ich dich da rum oder weinst du auch nicht. Nein, nein, das wird schon milder. Komm mal her. Das wird schon milder. Hast du gerade deinen Rotz an mir abgewischt? Ja. Ja. Aber eine Sache halt, ist ohne Käppi siehst du viel cool aus. Wo gehst du hin? Aufs Männerklo, weil der Polizist durfte auch aufs Frauenklo. Nein, du darfst nicht aufs Männerklo. Du kannst hier nicht aufs Klo. Warum? Außerdem warst du gerade erst. Ich wollte nur gucken. Männertoiletten nur von früher an der Schule. Als sie mich da eingesperrt haben. Komm. Tür ist offen. Was denn? Ah, zu spät. Phil hat jetzt schon mit dem geredet. Die haben einen von denen getroffen. Hä? Von? Die kommen im Park. Die kommen? Ja, der Phil, der hat jetzt mit einem von denen geredet. Von der Grove? Ja. Ja, aber mit wem? Mit einem von der Grove, ich weiß es nicht. Ja, aber vielleicht hat er nichts zu sagen. Ja, das können wir uns jetzt anhören, was der Phil sagt. Aber... Ach, ich dachte, die Grove kommt jetzt her. Nein. Okay. Mann. Hör auf zu schießen. Achso, Entschuldigung. Waren schon deswegen vorhin hier. Achso, deshalb waren die hier. Ja. Die kamen gerade schon. Getroffen. Die kamen gerade schon. Wer hat hier geschossen? Boah, okay. Ich hab geschossen. Ja, nicht mehr schießen. Ja. Ja, hab ich schon gehört. Erzählt. Wer war das von denen? Hat der was zu sagen keine gehabt? Keine Ahnung. Wir haben halt gesagt, 2 Tage jetzt noch, wenn die sich nicht melden, dann reicht's. Musst du Philly gleich fragen. Ich das weiß, wurde eigentlich anders dabei. Kommuniziert, ne? Ja, Finny hat geredet. Der meinte auf jeden Fall, also wir haben zu dem gesagt so, wir wollen mit euch reden, wir haben euch die Forderung gestellt, kommt zum Reden, geben wir euch jetzt noch mit 2 Tagen, dein Häuptling da. Ach so, okay. Oh, ja. Das Wetter gut. Kaum mal von Häuptling gesprochen. Ja. Tiki-Gott. Braucht noch jemand eine Waffe? Nein. Wofür? Weiß ich nicht, ich hab dem Golfler die gerade abgenommen. Ich brauche eine, ja. Ja, komm her. Ja, oder gib Leo. Wo haben wir die getroffen? Warte, ich in der Straße so. Von denen. Oh. Also ihr habt denen gesagt, wir wollen quatschen, die sind zum Quatschen kommen. Danke. Ja. Warum klingst du schon wieder so angepisst? Nö. Doch. Du willst wieder dicht machen, ne? Ja, wie bitte? Hm? Ja, Jungs? Ja.
Boah, nee. Also wir sind auch mittlerweile wieder weg. Junges. Ja, wir haben schon die Ansage gedrückt. Ja. Ja. Boah, es ist aber der Boden schnell getrocknet. Ah, okay. Ja, aber wir haben jetzt ja auch die Botschaft schon übermittelt und sollte das machen. Und die fahren gerne Rebler, ne? Rebler. Nein, Junge, es reicht. Wir haben denn schon die Ansage gedrückt. Ich fahr da jetzt ran und schieß die um. Die wissen es jetzt. Sie haben jetzt noch mal 2 Tage, wenn da nichts kommt, dann darfst du. Was ist denn jetzt schon wieder los? Hey, ja, dann darfst du alles machen, was du möchtest. Dann kannst du ja noch die Kilo. Wenn wir jetzt noch irgendwie was hätten, wo wir reingehen könnten und das unterstellen, ne? Als wird das jemand steuern. Ja, jetzt kickt es bei mir im Kopf, Alter. Komm. Ich sehe da gleich schon Schnee fallen. Okay. Au, ja! Ach, ich hab mich verwählt, weil mein Display nass ist die ganze Zeit! Müllwetter. Aber sieht schön aus mit den Reflexionen, die ich an habe. Diggi, war der Laden vorne zu? Wir haben doppelt abgeschlossen. Boah, der kann nicht zu. Sind alle drin? Okay. Ich hasse die. Oh, Junge. Ja, das macht eine auf. Tür aufmachen, eine zu, okay? Habt ihr keinen Schlüssel? Nein, ich hab keinen. Willst du mich verarschen? Okay, ich hab keinen Schlüssel. Jetzt sind beide zu. Okay. Ich will auch einen Schlüssel haben. Johnny hat entweder noch welche oder schon verteilt. Boah, ich werde so oft gegen dieses Aquarium laufen, ne? Osterhase. Komm, Cody. Kann ich kämpfen? Johnny. Ja. Bevor du in den Ring gehst. Ja, warte, ich gebe dir meine Sonnenbrille. Ja, ich hätte wohl Bock. Gigi, nimm mal hier meine. Oh, das ist geil, da hat man das Gewitter noch hört. Was los? Was krummelst du so? Sonnenbrille? Weißt du, an wen du mich erinnerst? Gandalf, den Grauen. Ich bin nur Gandalf, der Graue. Gandalf, der Hure. Ey, ich hab mich bei der Kröf ins Haus gemacht, ne? Was hast du? Auf einmal cringen da zwei. Was für ein Haus? Ja, oben in der Villa. Welche Villa? Warte, die haben eine Villa, ne? Ja. Dann pass auf, wir sind da dann so ein auf James Bond-like da hingegangen, so. Hier in der Hocke. Ja, okay. Bist du auf einmal sehen wir da so zwei, die grinschen. Okay, let's go. Die kämpfen. Hab ich gut gemacht? Mhm. Okay. Wer kämpft? Juni gegen Cody? Ja. Mhm. Wollen wir danach kämpfen, Cody? Bist du bescheuert? Schwächling. Und der Bruder. Boah, die sitzen aber alle fast, ne? Autsch! Hey, Johnny gewinnt das. Boah, hört ihr das Gewitter draußen? Hörst du es blitzen? Oh, da, das hat wehgetan. Das hat auch wehgetan. Das hat wehgetan. Das gab ein Elbow. Müsst ihr mich nicht anfeuern? Nö. Oi. Los, Kaul, die holen im Fresse! Ja, auf geht's! Hau ihn weg! Go, go, go! Go, go! Go, go, Power Ranger! Du schuldest mir ein Aua-Tapete, ne? Warum? Weil du mir Aua gemacht hast! Du hast mir Aua gemacht! Hab ich gar nicht!
Oh, dann das. Das tat weh. Danke. Sonst nicht durch den Zaun hauen. Ich glaube, dem Cody läuft ein bisschen Schaum aus dem Mund. Er ist voll im Modus. Autsch. Da liegst du, Lutscher. Komm, Leo, wir beide. Da liegen sie, junge Mann. Ich kann nicht boxen. Da holen sie sich aus, der Herr. Ja, ja, das ist was ganz, ganz anderes. Da hast du nicht so viel Beinfreiheit, oder? Nee. Ja. Ja. Aber gut, dass ich Käfig... Also ruft schon mal Melk. Mein erster Fight hier. Haben wir doch schon. Ne? Haben wir. Aber ich habe früher mal Käfigkampf drin. So, deswegen. Schieben wir mal den Cody auf die Seite. Ja, aber Juni hat 15 Jahre lang im Zirkus gearbeitet. Ja, ja, genau. Ich kann jetzt zeigen, wie ich im Zirkus gearbeitet habe. Aua! Siehst du so? Ach, wenn du gewillt. Ihr seid ihr. Der Bart aber, der liegt einer verletzt auf dem Boden. Ja, wir haben den an die Seite geschoben. Wir passen auf. Jeder darf nur ein Tinkepäckchen, klar. Okay, bist du ready? Boah, ich spiel 100%ig mit dem Wetter. Okay, let's go. Nur der MSV. Aber Kämpfe gehen schnell, ne, Juni? Hä? Kämpfe gehen schnell, ne? Ja. Du hast halt nicht mehr so viel Beinfreiheit, ne? Das ist gut. Ist halt schön, dass nicht mehr eine Stunde lang geht. Deshalb ist der Ring so klein. Nein, ich glaube, wenn du die beiden richtigen da drin hast, dann selbst dann kann das noch ein bisschen dauern. Oh, Entschuldigung. Er sagt Entschuldigung, tritt ihm vom Kopf. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, hallo Genie. Ich. Boah, der hat ihn festgehalten. Rein in den Ring, Goofy. Milan, nicht weinen. Liegst du, Lutscher? Gute Nacht. Was für ein Lappen. Da liegst du, Lutscher.
Wenn jetzt noch so voll viele Leute um den Ring stehen würden und so und anfeuern und quatschen. Oh, da kommt schon der Medic. Das hat Juri halt richtig fett gemacht, ne, mit den Dingern hier. Können Getränke rausgeben, können, boah, ihr könnt so gute Events hier veranstalten. Bruder. Kämpfer könnten sich vorher da aufpumpen. Mach mal Mucke wieder aus. Mach mal VOD wieder an. Hallo, hallo VOD. Ich hab mir das eigentlich so gedacht, dass jede Gang oder was ich, ist eigentlich egal wer. Aber jeder sucht sich einen Kämpfer und dann werfen wir 100.000 in einen Pot. Jeder Kämpfer wirft 100.000 in den Pot. Und der Gewinner kriegt dann am Ende 95% oder so aus dem gesamten Pot. So, dass du hier wirklich mit einer Million oder so rausgehst. Ne, wir haben keinen Lagerplatz an der Bar. Aber ist nicht schlimm. So veranstalten wir keine Events. Was denn? Wie war denn? Er hat seine Fresse bekommen. Nicht davonlaufen, der Herr. Ja, aber sie brauchen dann noch ein Kühlpack. Schmö. Boah, dann bin ich mal gespannt, wenn wir hier so ein Dings machen. Fight Club-Ding. Also ich glaube, ich mache das schon dieses Wochenende mit die Axt zusammen. Nicht, nein. Ja, ihr müsst Leute reinholen, ne? Ja, wir rufen die jetzt an, die, denen wir einen Bescheid gesagt haben. Rufen wir an, die sagen uns zwei Kämpfer jeweils. Und dann stellen wir zusammen, wer gegen wen kämpft. Dann fragen wir, wann die alle Zeit haben und so für den Kampf, dass das ja nicht so voll ist, dass wir alles an einen haben. Geht ja gar nicht. Ist viel zu voll dann. Warum? Ey, wenn hier alle Gangs stehen, die kämpfen. Ja, die sollen doch nicht mit allem Mann kommen. Ja, dann aber geht, ich kann schon das verstehen, Liga-Ding wenn, ja nur einen Tag. Wenn pass auf, ich kann schon verstehen, wenn du zum Beispiel von uns irgendjemand kämpft, ne? Dann wollen bestimmt viele zuschauen, weißt du? Ja, dann müssen wir es probieren, ob so viele in die Halle passen. Ja, das... Ja, müssen wir mal gucken halt, ne? Halt nur gucke, wenn wir dann so ein Unicorn-Ding haben, wo dann nichts funktioniert, wenn man will. Schmeiß. Aber es fährt die Halle, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Sieht ungefähr aus wie bei Codys drüben. Wie meinst du? Die Lampen, die Wände, die Türen. Ja, aber bei Codys auch meine irgendwelche Theater, Dämonen, ne? Ja, ist doch alles noch, Mann. Ich mach nur Spaß. Boah, der Donner draußen? Ich muss schon sagen, ich finde die Pflanzen, diese Balkonpflanzen ein bisschen seltsam hier. Ich würde die eher so an den Park fühlen. Warum? Die weißt bieten du? Sauerstoff. Zu wenig Fenster für Pflanzen hier. Warum steht hier eine Palme? Aber es ist ein bisschen Leben hier drin. Das mit dem Apes-Logo, Oma. Guck dir dein Logochen an. Ich hab den in mir sich geschissen. Bäm. Den Young. Ich hab vorhin ziehen lassen. BT, hast du nur eine Kappi bei? Kappi? Die haben alle Sangen zum Kopf. Nee. Arschloch. Gib mir deinen Kopf. Oh doch, hier. Warte. Fühl mich so nackt am Kopf. Egal, ich lass das an jetzt, ne? Okay. Das war eigentlich für die Bretterei mit der Grove gedacht. Damit die Schüsse abfangen? Ja, ich hab mir auch eine dicke Kette dazu geholt. Ja, ich hab auch eine dicke Kette. Da kann schon mal die ein oder andere Kugel rein. Das sag ich euch. Obwohl, ich kann mal gucken, ne, wir haben keinen Lagerplatz, sonst hätten wir so einen Mark auf dem Boden. Aber vielleicht irgendwann mal. Champagne for the brain. Hier haben wir uns die Option auf... What the fuck? Hier haben wir uns die Option aufgelassen, einfach vielleicht mal eine Etage da drüber machen oder so, oder im Keller. Deshalb gibt's hier zwei Türen. Was das da unten ist, weiß ich auch nicht. Ich glaube, das muss ich mal dem Juri zeigen. We're dead. Aber... Ach, das sich jetzt ist, das ist ja so eine... Army-Kiste. Schlange!
Und hier könnten wir halt quasi richtig gut Eintritt holen, ne? Falls mal da irgendwas, ein anderes Event ist oder so. Oder wir auch Zuschauer zulassen. Ja, ja. Da hat Juri ganze Arbeit geleistet. Oder wetten an den kannst du alles. Hier ist jetzt der Boss, der Baba. Das wird halt kein, das kannst du halt nicht. Das kannst du halt nur durch Meta erfahren, dass hier ein Raum hinter ist. Stimmt, ne, das ein. Ne. Boah, jetzt wo du sagst, das, ist das Lenchi sein Schädel von damals? Nee, kann ja nicht sein, das ist ein andere RP-Universum. Aber man könnte es so als Dings nehmen. Wie teuer war der Ausbau? Ich glaube 4,8 Millionen. Das ist auf jeden Fall vom Hase die Knarre, das steht fest. Mach dir Party Crusher, mach dir die Party kaputt. Man ist ganz schön sauer. Dann mal komm nicht im Club. Bierzeltatmung, hab ich gerade schon gesagt. Ist wie ein Bierzelt. Oha, tschüss, Großfamilie. Oha, tschüss, ja. Ramo, ja, Salim. Yankee, ja, Salim. Was steht denn da hinten in der Pfarrerdecke? Ticker, der Ticker. Ja, was? Hä? Der guckt sich die Fahrradstände an. Der spielt Fahrrad. Der will eine Fahrradwerkstatt aufmachen. Willst du den mal fahren? Ui, da hat dann eine Bombe. Warte mal, wer klopft sich denn da? Cordis-Mitarbeiter, glaube ich. Ja. Das ist doch direkt geil, Leute. Machen Sie boah, da will der Cody. Boah, Cody hat sich angegriffen. Cody hofft sich einzumischen. Ich hab gesagt, dass wenn wir anrufen und sagen Junkie Park Halle, dass das hier hinten. Ja, die wissen nicht mal, wo der Junkie Park ist. Ui, da hat eine Bombe kassiert. Aber alle kennen uns durch Maske. Ja, das stimmt. Das war doch bestimmt wieder der Junkie Park. Warum haben wir denn noch Maskenlöcher? Ah, schwarzer ja, Junge, das muss Junkie Park sein. Ja, das geht so schnell in dem Ring, ne? Das... Ja, deshalb ist der Ring so klein, das ist gut. Ja. Ich war gerade eben beim O'Prien. Und hat er wieder rumgeweint? Du warst gerade am Fahrradständer. Nö, hat Schoko, er nicht. Willst du kuscheln? Hat er nicht rumgeweint? Dann ist er ein User-Tag, ey. Du kannst dir rot im Kalender anstreichen. Ey, das ist voll der Liebe. Ja, ja, klar. Hey, ja, heul so. Ja. Einmal im Monat. Die Medics wollen auch mit ein paar Boxer hier rein. Ja, ja, das hat er schon gesagt. Jungs, ich sag euch, wie es ist, denn man kann hier ganz große Sachen aufziehen. Ja, ich hab schon gesagt, Wettmafia, ich bin Wettmafia, ihr seid mir. Wir haben sogar im Büro so eine Scheibe, wo wir Sachen annehmen können, ne? Ja, ich hab auch gerade bei der Polizei gesagt, ne? Das ist die Zeit. Die wollen auch vorbeikommen und mal boxen. Ich geh mich umziehen, Jungs. Ich muss jetzt. Gehört da, was, der, ja, also der Medic, der hier steht, der hat schon gesagt, ein, zwei Ärzte und so haben schon Bock. Ja, wir können die Halle einfach auch vermieten, so viele Events, dass die jetzt einfach so komplett unter sich machen können. Aber ja, wir noch aufpassen. Ey, wir haben eine Minibar! Ach, Junge, Alter. Ja, das ist ein richtiges Öl-Auge. Der nächste Blinde hier im Teil. <Alter. lacht> Erstmal die kleinen Flaschen gekürzt. Wenn die Coppers kommen, so einem Fischer oder so, und der fragt, was das ist, sagen wir haben für unser Dingsstudio. Ballettstudio. Ballettstudio. Oder das ja, ist zum Ding. Nach rechts laufen. Zum Ringen. Zum Kegeln ist das. Eine Kegelbahn haben wir drin. Wir lassen die einfach niemals hier rein. Ja, wenn der hier rein bekommt, ja, da kommen hier die rein. Mit polizeilichen Durchsuchungsscheiß. Ja, ja. Alle lassen hier rein aus dem Fischer, dass wir sich aufführen. Und den Logan lassen wir auch raus. Mir, ne? Boah, wir holen den Fischer hier rein und schließen die Tür ab und schlagen ihn zusammen. Und da kommt keiner rein. Keiner kann reinkommen. lass ihn einfach verhungern hier drin. Wir müssen noch hinten in der Wand so ein Fenster reinmachen zu Codys, dann kriegen wir da immer Essen durch. Boah, wenn Grove das nächste Mal kommt, alle hier rein. Boah, stell dir mal vor, wir können so ein Verdunkungsfenster machen, was wir mal aufziehen und zumachen. Boah, das ist ja fett. Dann könnte Codys immer so ein Event machen, essen und dann zugucken, wenn sich Leute boxen. Und dann, wenn wir keinen Bock drauf haben, machen wir es wieder zu. Aber Juri und seine Truppe sind krass, ne? Ja, die haben so den alten Charme hier vom Theater drin.
So, Männers, ich denke, das war's dann. Mit zum Aufkämpfen, Mr. Maximal. Jo. Dann sage ich auch danke und bis zum nächsten Mal. Ja, ja. Bis nachher. Nee. Kommst du mal kurz mit? Ja. Ist das dein Papa? Jetzt komm gleich. Nein, jetzt komm gleich. Darf ich auch gleich mal boxen? Gib dem Trinkgeld. Ja. Okay, Meister, ich gebe keinen Haupt. Finn gibt ihm 15.000 für die Pommes. Billard. Aua. Oh. Finn gibt den 15. Der Tritt hat sich so gelohnt, ne? Der hat mich mal getroffen. Der Fehler, das war das Geilste, Alter. Er fährt mit 15.000 hoch. Ja, dafür, dass sie nichts gesagt haben. Wie viel hast du dem gegeben? 10.000. Nicht 15.000? Ich habe gerade nur 10.000 dabei gehabt. Da. Wer nicht? Aber ich muss nochmal für die Dokumente gucken. Wurde immer noch nicht verlängert, ne? Jungs, Hilfe, da stehen zwei schwarze Jugler vor Codys. Hilft mir, kommt raus. Ehrlich? Ja, wirklich. Ob die jetzt noch kommen, Mann. Ah. Ja, aber chillt mal, vielleicht ist das halt auch nicht. Und hier. Schwarze Jugulas draußen. Ja, wart auch. In dem Kampf. Da ist jemand hier drin. Nicht ausgehen. Das Wetter ist halt zum Sch. Irgendwelche Hippies, Alter. Willst du mich prellen, Junge? Irgendwelche anderen Faggots. Katschak, Junge, Katschak. Jungs, kein grüner Bereich, alles nur Scheiße. Nass. Ich bin ready, Alter. Was brückt der? Ich bin ready und hab gehofft, da kommt ein guter Gegner nicht und tut wie du den Schub rein, wie Fuß gefällt. Bam! Auch? Okay, fängt schon gut an mit den zwei Türen, ne? Ja, aber er war nicht meine Schuld, ne? Ich hab keinen Schlüssel. Ich hasse die. Wer will Wetten machen? Gehen wir doch kurz mal zu dritt. Schade, dass da kein Kühlschrank ist, ne? Juni, das fängt schon an, ne? Die machen immer beide Türen auf und schließen nie ab. Ja, solange wir hier sind, können wir doch raufspammen. Nein! Da kannst du einmal durchgehen und dann links. Kommst du rein in meine Video? Kommst du rein in meine? Junge, Großmarsch. Kommst du rein, machst du eine Wette. Links. Dann einmal links rum hier. Und dann geht's in die Halle rein. Links rein, links, einfach links durch. Hallo. Bisschen Büro. Kommst du rein, machst du eine Wette. Komm rein, schreib hin. Und Wett macht meine Zone. Kommst du rein, Wette machen. Wette hier mach ich meine Wette. Komm, kommst du rein. Oh Gott, das spring mal gegen Mann. Das TK steht für. Kommst du doch rein. Kommst du rein, machst du eine Wette. $10.000 Schein auf. Okay. Wo? Wo Wette? 10 auf Ronaldo. Wette angenommen. 10.000. Welche? Wir haben noch vorne welche stehen. Ein paar Couches. Ja, aber das sind die noch aus dem alten Kiez-Hotel. Schreib mir jetzt mal auf, okay. Junkie Park, okay. Ja, wir sind gefragt, ob wir die Neuen sind hier. Der Wahnsinn. Ja, du, ich kenne den Junkie Park tatsächlich noch nicht. Ich glaube, das ist der Einzige, den er nicht kennt. Kommst du Büro, machst du Wette, komm. Guck. Fängt schon gut an. Ja, typico. Von der mal sich bedienen. Ja, nehmen wir. Ja, geil. Also ist ein bisschen mal drin, aber nicht. Kommst du mal, ich fühle mich so, als wäre ich 18, erste Mal Führerschein. Alle sind meine Freunde. Wie die 05er Quote, Leo 10er. Alle mögen den Junkie Park. Ich setze 2 mir auf Leo.
kämpfe doch gar keine. Wette angenommen, Geld, Geld. Schade. Komm. Schade. Brauchst du bescheißen, du kriegst deine Kugel. Hochleistungsschiller, danke schön für den Wisdom 2. Moin Meister. Ja, Kugel Eis natürlich. Natsuma, danke für den Wisdom 3. Red Ghost, danke für den Prime 14. Du Probleme? Und Legacy hat man, ne? Und Febias und Tajikso. Nein, ne, Tajikso, danke Wetter. Für den Prime 3. Ansonsten. Gesagt, Febias, danke schön für den Wisdom 36. Tag. Bloody Legacy, danke schön für den Wisdom 5. Wo ist Kellner? Ghost hat man, Natsuma hat man und Hochleistungsschiller hat man. Das ist anders beeindruckt tatsächlich. Das ist hart, das ist traurig. Kate, wo ist unser Finanzberater? Noch nie einen Raum gesehen. Macht irgendwas falsch, wir brauchen einen neuen. Kommst du Finanzberater? Hier, ich Finanzberater. Du bist Finanzberater. TK, Junge. Komm mal an die Seite hier, komm, wir müssen mal ein bisschen quatschen. Kommst du mit? Du, pass auf, wir brauchen eine Couch oben. Was? Was machen wir denn da? Komisch. Du sitzt komisch. Echt? Okay, was kostet die? Für dich? Du sitzt auf meinem Schoß. Du sitzt 50, auch auf meinem Schoß gefühlt. 50 riesige Couch, okay, wenn wir so ein Rundeck haben wollen. Ach, kann ein bisschen verrannt ja, sein, ein bisschen so. Jetzt sitzt Sternen, du bei Leo auf dem Schoß. So oh, jetzt Kreis, bist du in der Luft. Halbkreis, und das geht auch. Mach ich dir. Was keine du? Problem, ich Chef. Morgen auf Einweihungsparty bei Codys in einem neuen Laden. Pass auf, wenn du uns die Couch und alles hinstellst, haben wir jetzt 250 riesige. Aber der Kicker, Alter, ist der dumm? Leo, kommst du eine Couch holen für die Herrschaften? Was? Leo, kommst du Teddy, danke schön für den. Für die Umänderung von dem Prime auf den normalen Stab, danke schön. Wann ist denn morgen deine Party? 20, 21? 21 Uhr ist Eröffnung, alles klar, danke. Achso. Wenn ihr uns die nächsten Tage eine Couch, eines halbes halb rund oder wie man das auch umstellt, oben in der Westside. Wo wohnen der denn? Westside, altes Hotel oder da, wo der Pool leer ist. Ach, da. Ah, ich glaube, ich weiß, wo. Wo man durch so ein Couch hin. Wo man so unter das Hotel drunter fährt. Warte mal, TK, was willst du, eine Couch verkaufen? Ihr meint dieses Hotel da neben dieser Bomb? Bomb? Was? Da, wo so eine Krone ist? Frag mich doch, ein gelbes Haus oben, Postelcode 5160. So. Ja, ich besitze so einen Scheiß nicht. Auch keine Karte mit Codes. Ah, okay, ja, egal. Westside auf jeden Fall. Neben der SM Double. Ah, ich glaube, ja. Wir haben, warte mal, wir haben. Ah, das Ding. Wir haben. Halt mal Schnauze, wir haben bei diesem Hotel in der Westside nur zwei Couch stehen. Die könnten wir eigentlich rüberbringen. Oben am Dach meinst du, ne? Ja, oben auf dem Dach die und unten auch. Ja. Stellt uns da was Schönes, Gemütliches hin, die nächste Seite, 250 Riesen, kriegt er. Aha, voll viel für eine Couch, aber ja. Kommst du, ich mach. Wir versuchen das mal zu klären. Okay, kriege ich eine Nummer von euch, damit ich jemanden ankacken kann, wenn sie nicht kommt? Oh. Curtis, deine Nummer? Nur TK hat scheiße Nummer. Kommst du zu mir, TK. Ich mach Nummer. Du machst Nummer, okay, komm. TK, du schleppst die Scheiße auch, ne? Ah. So. Nimm ruhig neue Tinkepäckchen. Leo schleppen. Sag mal an hier. Fumpf. Bitte auch, ja. 195. 6-0. Kommst du 5-3. Kommst du 5-3? Ja. Yeah. Okay, wie heißt du denn? Katie. Der heißt TK, Mann, der Lampe Scheiße. Ich schreib beides rein, alles gut. TK, also, Katie.